Ja, ich begrüße ganz herzlich zu unserem Seminar Vergaberecht für Einsteiger. Ich begrüße Sie im Namen auch der Auftragsberatungsstelle Hamburg. Die Auftragsberatungsstelle ist ein Zusammenschluss der Handwerkskammer Hamburg und der Handelskammer. Und zwar mit dem gemeinsamen Ziel, das Thema Vergabe bekannter zu machen, mehr auch bei den Unternehmen in Präsenz zu bringen. Wir möchten Unternehmen, wir beraten und unterstützen Unternehmen im Bereich der Vergabe und wir versuchen auch immer mehr Unternehmen für Vergabe zu begeistern. Denn ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Sind so einige unserer Aufgaben. Wir sind in verschiedenen Gremien auch aktiv, also nicht nur im engen Kontakt auch mit der Hamburger Verwaltung, sondern auch in Gremien auf Bundesebene. Und versuchen auch das Thema Vergabe oder generell die Vergabeverfahren einfacher zu gestalten im Sinne der Unternehmen. Das tun wir mit Hilfe von verschiedenen Veranstaltungen, wie diese heutigen Veranstaltungen. Wir haben auch Veranstaltungen, noch Vertiefungsveranstaltungen für die, die noch ein bisschen mehr einsteigen möchten. Veranstaltungen zum Thema E-Rechnung, also alles rund um die Vergabe. Jetzt im Januar wird nochmal der Hamburger Vergabetag bei uns in der Handelskammer stattfinden. Wir haben verschiedene Publikationen. Wir versuchen, das Thema Vergabe einzubringen, gemeinsam auch mit der Handwerkskammer bei unseren Kammerzeitschriften, auf den Internetseiten der Handwerkskammer und der Handelskammer und auch in unseren sozialen Medien. Also schauen Sie da gern noch mal drauf. Und ja, ich freue mich, dass Herr Konrads uns heute wieder zur Seite steht. Herr Konrads unterstützt uns ehrenamtlich seit Jahren und wird Ihnen heute einen Einstieg ins Vergaberecht bieten. Ich freue mich auf die Veranstaltung. Vergaberecht für Einsteiger in 1,5 Stunden ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises, aber wir kriegen das sehr gut hin. Ziel für mich wäre es, Ihnen heute einen Überblick zu geben. Einmal, warum machen wir das Ganze überhaupt? Warum sind Sie davon überhaupt betroffen? Wo sind da Chancen und Möglichkeiten? Und auch, ich glaube, ein bisschen die Hemmschwelle zu senken, dass das eigentlich etwas sehr, sehr Sinnvolles ist. Auch durch den Formalismus, der vielleicht, das wird den einen oder anderen schon gehört haben, damit verbunden ist. Also, das ist nicht alles nur abschreckend, sondern ehrlich gesagt auch eine sehr, sehr gute Chance und bietet gute Möglichkeiten. Ich danke für die Einführung, Frau Hegart, und für die Möglichkeit, auch an Herrn Ronau hier das zu sprechen. Ich würde jetzt einmal meine Folien teilen, dann muss ich einmal ganz kurz mich wieder hier, je nachdem, welcher Bildschirm geteilt wird, mich einmal setteln, aber das sollte dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ich hoffe, dass Sie jetzt die Präsentation im Vollbildmodus sehen. Für mich gut erkennbar. Das ist sehr gut. Ansonsten gern im Chat Bemerkungen, falls was nicht funktioniert. Gut. Dann legen wir mal los. Vergaberecht für Einsteiger. Ich darf einmal ganz kurz den Werbeblock vorwegführen. Mein Name ist, wie gesagt, Martin Konrads. Ich bin Fachanwalt für Vergaberecht, mache das Ganze schon seit 15 Jahren, war zwischendurch 4 Jahre lang zwar weiterhin Anwalt, aber in-house bei einem großen öffentlichen Auftraggeber. Kenne also sowohl die ausschreibende Stelle als auch als Berater die anbietenden Bieterstellen ganz gut, weiß ungefähr, wo der Schuh bei beiden drückt und es ist immer sehr sinnvoll, beide Seiten der Medaille zu kennen. Ich bin Mitarbeiter in einer internationalen Wirtschaftskanzlei, die auch in Hamburg sitzt, im Wunderschönen, aber nicht nur. Wie Sie hier sehen, auf Englisch ist eine internationale Kanzlei, sind wir weltweit aktiv. In Deutschland haben wir 4 Standorte und ich würde mal sagen, was das Thema Vergaberecht angeht, kommt man an uns im deutschen Markt nicht vorbei. Wir sind eine der größten oder wenn nicht die größte Vergaberechtspraxis. Das soll es aber dann auch gewesen sein. Dazu, Sie wollen ja was mitnehmen und nicht über mich erfahren. Warum machen wir denn überhaupt Vergaberecht? Was eben für Sie als Bietersicht ist es ja erstmal aus vielerlei Sicht ein Hemmschuh. Ja? Aber das Ganze ist gewachsen und hatte natürlich auch bestimmte Ziele. Ich kann Ihnen sagen, schon die alten Römer haben tatsächlich eine Art von Vergaberecht praktiziert. Wir Kontinentaleuropäer sind wir also eh sehr italienisch-römisch geprägt, was das Recht angeht, und dann aufklärerisch-französisch, aber den Ursprung hat vieles in Rom.
Schon damals hatte man festgestellt, dass der Staat mit seiner Einkaufsmacht eigentlich sehr viel Geld auf den Markt wirft und deswegen natürlich auch sehr beeinflussbar ist, was heute sagt man so schön Compliance-Themen betrifft. Früher hat man einfach gesagt Korruption oder Geschenke. Dementsprechend haben die Römer dafür eingeführt, dass öffentliche Aufträge, Bau von Straßen und Aquädukten und Tempeln, öffentlich versteigert wurden auf den Marktplätzen und Foren. Und so ähnlich machen wir das ehrlich gesagt heute auch noch. Ja, dazu erzähle ich aber gleich weiteres. Das Ganze ist dann historisch gewachsen in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Hatte man sich in sogenannten Verdingungsausschüssen zusammengesetzt und hat der Staat mit der privaten Wirtschaft Spielregeln geschaffen, um diese Anbahnungsprozesse, und letztlich ist es ja nichts anderes als ein zivilrechtlicher Vertragsanbahnungsprozess, um den gewissen Regeln und Gleichförmigkeiten zu unterlegen. Und dann kam spätestens in den 70er Jahren vermehrt der europäische Einigungsprozess und dementsprechend dann die andere Seite der Medaille, also nicht die nationalen Spielregeln, damit mit den Wirtschafts- und den Haushaltsmitteln sparsam und wirtschaftlich umgegangen wird, sondern das europäische Ziel eines einheitlichen Marktes mit freien Waren- und Dienstleistungsverkehr. Und das Ganze ist dann gemündet in dem, was wir heute haben, nämlich einem Vergaberecht, was immer noch sehr stark geprägt ist aus diesem haushaltsrechtlichen Blick und aus diesem europäischen Blickwinkel. Und das ist auch die große Trennung, die wir haben im Vergaberecht, nämlich die sogenannte Schwellenwertsthematik. Wir haben also ein Vergaberecht, das gilt oberhalb eines bestimmten Auftragswertes und es gilt unterhalb des Auftragswertes ein anderes Vergaberecht. Über die ganz vielen Reformen, die es dann in den letzten Jahren gab, ist es aber weitestgehend angegliedert worden. Die Highlights und wo dann der Unterschied ist, erzähle ich Ihnen dann während dieser Schulung. Sie müssen nur merken, es gibt also Schwellenwerte und oberhalb dieser Schwellenwerte, komme ich gleich zu, habe ich ihn noch aufgeschrieben, damit Sie die nicht merken müssen, gilt das europäische Vergaberecht und darunter das nationale Vergaberecht. Heißt, wir machen das Ganze einmal, weil wir alle Staatsbürger sind und wollen, dass der Staat effizient arbeitet und die Steuermittel nicht verschwendet. Und zum anderen, aus Ihrer Sicht, dass Sie die Möglichkeit haben, eigentlich in ganz Europa an Aufträge zu kommen, was Ihren Markt erstmal, egal ob Sie die Möglichkeiten haben, jetzt in Dänemark, grenznah, in den Niederlanden, in Polen, Österreich und so weiter, das tatsächlich zu tun oder nicht. Aber die Chancen, die wir dadurch haben, sind auf jeden Fall viel, viel größer geworden in den letzten Jahren. Bedeutet auch, ausländische Unternehmen können bei uns anbieten. Ja, es gibt immer Kehrseiten. Ich kann Ihnen aber sagen, der grenzüberschreitende Markt tatsächlich, dass wirklich rein ausländische Unternehmen sich in Deutschland an der Ausschreibung beteiligen, jenseits der 20 Kilometer Grenzlinie so ungefähr, liegt bei 3% an den tatsächlich vergebenen Aufträgen. Ist also trotz aller Bemühungen immer noch gering. Man muss also die Konkurrenz nicht fürchten. Es ist eher eine Chance, es tatsächlich mal zu tun. Warum machen wir es denn dann im Doing? Also warum, was gilt denn dann für Sanktionen? Warum halten sich denn alle dran? Außer, dass es natürlich so geltendes Recht ist. Aber wir gehen auch manchmal bei Rot über die Ampel, obwohl das vielleicht geltendes Recht ist. Es drohen schon relativ erhebliche Sanktionen. Einmal dem öffentlichen Auftraggeber, aber auch den Unternehmen, die möglicherweise etwas tun. Primär aber den Auftraggeber. Heißt, der Auftraggeber muss erstmal drohen, dem droht erstmal, dass sich Unternehmen, die sich benachteiligt fühlen in solchen Vergabeprozessen, dass die vor die Gerichte laufen. Es gibt einen eigenen Rechtsschutz, da komme ich am Ende nochmal zu, und auf Einhaltung ihrer Rechte in dem Verfahren pochen. Das ist das Erste. Das ist immer sehr unschön für den öffentlichen Auftraggeber, weil der natürlich auch einen gewissen Zeitdruck hat, etwas zu beschaffen. Wenn Bieter, Unternehmen diesen Rechtsschutz in Anspruch nehmen, ist erstmal Stillstand. Dann darf erstmal kein Vertrag geschlossen werden. Das heißt, Sie haben hier tatsächlich ein sehr, sehr starkes Schwert als Unternehmen in die Hand bekommen, wenn Sie glauben, dass hier etwas nicht gut läuft, den Beschaffungsprozess des Auftraggebers erstmal zu stoppen. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass man dieses Recht hat, weil das kann man natürlich auch spielen über Drohung ist das falsche Wort, aber über Andeutung. Ja? Also es ist schon mal gut, dass Sie wissen jetzt am Anfang, Sie haben da bestimmte Rechte. Es droht auch dem öffentlichen Auftraggeber, wenn er sich nicht anhält an das Vergaberecht, dass denn der Vertrag, der geschlossen ist, möglicherweise unwirksam ist. Zwar nur für 6 Monate, danach gilt er, um der Bestandskraft und auch eine gewisse Rechtssicherheit dem Markt zu geben. Aber immerhin 6 Monate lang muss der Auftraggeber fürchten, dass dann auch was passiert. Und Rückabwicklung von Verträgen, auch wenn die nur 6 Monate gelaufen sind, ist keine schöne Sache. Ist sehr viel Aufwand, ist auch schlecht Publicity, sowohl für den einen Auftragnehmer, der es dann bekommen hat, vielleicht sogar sehenden Auges, dass es vergaberechtswidrig war, als auch für den Auftraggeber. Und Sie, als jemand, den man vielleicht übergangen hat, Sie haben einen Schadenersatzanspruch gegen den öffentlichen Auftraggeber. Wie hoch der dann ist, ob das dann
nur sozusagen das Interesse ist an einer Wiedergutmachung für den Aufwand, den sie hatten, für die Beteiligung in einem Verfahren oder für die Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder ob es tatsächlich ein möglicherweise entgangener Gewinn ist, ist dann ehrlich gesagt eine sehr große, schöne, spannende rechtliche Detailfrage. Die klären wir dann in der fortgesetzten oder in der Vertiefungsschulung. Aber hier für Sie erstmal zu wissen, Sie haben dann auch noch möglicherweise einen Schadenersatzanspruch. Und horizontal, das heißt also Unternehmen untereinander, können auch gegenseitig sich abmahnen, wenn die mitkriegen, dass da vergaberechtlich etwas nicht sauber läuft und die Unternehmen sehenden Auges mit öffentlichen Auftraggebern vergaberechtswidrige oder zumindest beanstandungswürdige Verträge schließen. Das heißt, sie können auch ihre Marktteilnehmer entsprechend abmahnen oder auch von denen abgemahnt werden. Dieses ganze Konglomerat zusammen, man soll ja nicht mit, bei Kindererziehung sagt man immer nicht mit den Strafen anfangen, aber diese Strafen hat natürlich der Gesetzgeber nicht ohne Grund ins Buch geschrieben, sondern hier sollten schon erhebliche Maßnahmen getroffen werden, um sowohl den Markt zu disziplinieren und zu erziehen, als auch die öffentliche Auftraggebereigenschaft. So, das jetzt erstmal, würde ich mal sagen, in a nutshell, warum wir das Ganze machen und wie wir das machen. Warum hat Vergaberecht einen, würde ich sagen, mit Leuten, die nicht viel damit zu tun haben, einen schlechten Ruf? Ein Grund dafür ist zum Beispiel das hier. Das soll ein Überblick sein über die Rechtsquellen, die wir in Deutschland haben, über vergaberechtliche Themen. Und allein an der Anzahl der verschiedenen Kästchen, die müssen Sie nicht alle lesen, sehen Sie, es ist für einen, der damit bisher nicht viel zu tun hatte, sehr, sehr unübersichtlich, welcher Rechtsrahmen für welchen Beschaffungsvorgang tatsächlich gilt. Es gibt da eine eindeutige Struktur drin. Dafür muss man sich aber damit auseinandersetzen. Andere Länder, andere sitzen. Die Österreicher zum Beispiel, immer eine Sprache, die wir auch verstehen, haben das Ganze ganz anders gelöst. Ja, die haben einen Gesetzestext dafür gemacht. Und da kann jeder Nutzer, ob das der öffentliche ist oder der Bieter, reingucken und kann sich anlesen, wie diese Beschaffungsvorgänge denn ablaufen sollen. Sehr gut strukturiert. Wir, aus Grund unserer historischen Prägung und Wachstum heraus, deswegen hatte ich es am Anfang gesagt, wo das Ganze auch herkommt bei uns, sind da sehr viel differenzierter unterwegs. Wir haben also eine gesetzliche Ebene, die primär aus dem europäischen Recht kommt und wir das umgesetzt haben. Immer dann, wenn es notwendig ist, weil wir sind auch nicht unbedingt der Musterschüler in Europa, was diese Sachen angeht, und haben darunter eine Normenebene, die primär erstmal für die Verwaltung da war und die man jetzt dann auf eine Gesetzesebene gehoben hat, damit sie daraus Ansprüche geltend machen sollen. Wie gesagt, müssen Sie nicht wissen, für Sie nur als Hintergrund, das ist einer der Gründe, warum das Vergaberecht einen schlechten Ruf hat, dass es halt sehr unpraktisch ist oder nicht sehr zugänglich für Leute, die damit noch nichts zu tun haben. Das stimmt aber nicht. Das möchte ich Ihnen einfach einmal klarstellen. Es ist sehr strukturiert. Es braucht ein bisschen Zeit, aber die bringen Sie ja heute schon mit, indem Sie hier in dieser Schulung sitzen. Und danach ist es eigentlich durch seine Struktur und seine Gleichförmigkeit ein sehr einfacher Prozess, um an Aufträge zu kommen. Um ein Beispiel zu sagen, ich bin ja nicht nur Berater, der jetzt hier diese Schulung hält, sondern wir sind natürlich ein Wirtschaftsunternehmen. Wir beauftragen oder wir bewerben uns also auch auf öffentliche Ausschreibungen für Rechtsberatungsleistungen. Und ich muss gestehen, dadurch, dass es immer der gleiche Anbahnungsprozess ist, ist das deutlich einfacher, wenn man einmal verstanden hat, wie es geht und wenn man die Unterlagen einmal zur Seite gelegt hat, als es im normalen Vertragsanbahnungsprozess ist mit persönlichen Abstimmungsterminen, mit Pitches und wo es dann doch oftmals danach geht, klappt die Harmonie gerade zwischen mir und dem Berater oder finde ich das eine hübscher als das andere? Hier haben wir objektive Regelungen drin. Es läuft sehr gleichförmig und sehr klar strukturiert. Aber man muss es hier halt einmal erarbeiten. Wie gesagt, hier einmal der Überblick. Für Sie nur einmal ganz kurz. Ich muss einmal sehen, ob ich hier den Laserpointer für Sie bekomme. Es gibt hier den großen Teil mit diesen hier unten. Das ist der sogenannte Oberschwellenteil. Sie erinnern sich eben, habe ich gesagt, das Vergaberecht ist geprägt durch einen oberschwelligen europäisch geprägten Teil und einen unterschwelligen national geprägten Teil. Das Teil hier mit dem GWB, das ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Eigentlich das klassische Kartellrecht, aber da hat man einfach hinten in so ein extra Kapitel Vergaberecht reingeschrieben. Und die Verordnung hier unten drunter, das ist das klassische Oberschwellenvergaberecht. Und hier, dieser Teil eigentlich nur, die Unterschwellenvergabeordnung, die regelt in den meisten Bundesländern, unter anderem in Hamburg eigentlich, was denn tatsächlich das nationale Vergaberecht ist. Es gibt dazu noch Landesvergabegesetze, auch in Hamburg. Das ist dann die Ausprägung unseres Föderalismus, wie wir ihn gerne leben.
Ob man das dann gut findet oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Da stehen dann manchmal noch mal Regelungen drin, die sehr speziell sind, wo sich der Landesgesetzgeber ausgetobt hat. Zum Beispiel eine Spezialität in Hamburg, die es aber, glaube ich, auch nur hier gibt, ist: Zuschläge, also Vertragsabschlüsse, dürfen erst nach 10 Uhr an einem Tag geschlossen werden. Warum? Um den Vergabekammern Rechtsschutz zu ermöglichen. Weil man sagt, naja, wenn also ein Nachprüfungsantrag, eine Klage bei Gericht eingeht, soll das Gericht dann auch wenigstens kurz Zeit haben, da drauf zu gucken. Ich würde sagen, da muss die Klage halt am Vortag eingereicht werden. Aber in Hamburg hat man den Beamten, und das sind hier keine Richter in der ersten Instanz, sondern sind auch Beamten, hatte man Mitleid mit denen und hat gesagt, okay, dann kriegen die morgens nochmal Zeit zwischen, weiß ich nicht, Dienstbeginn und 10 Uhr, um sich die Sachen anzulesen. Muss man nur wissen. Oder jemanden fragen, der es weiß. Das sind halt die kleinen Besonderheiten, die das ganze Leben manchmal nicht leichter machen, aber die immer irgendeinen gewissen Grund haben. Alles andere müssen Sie jetzt erstmal für die Anfängerschulung nicht wissen, nur dass es verschiedene Rechtsquellen gibt für unter- und oberschwellig. Und dann nähern wir uns dem Ganzen mal etwas strukturierter. Wen betrifft das denn alles? Was muss denn eigentlich in diesem Prozess beschafft werden? Wann? Und wie funktioniert es denn überhaupt? Fangen wir mit dem EWR an. Der sogenannte öffentliche Auftraggeber muss die öffentlichen Leistungen, so nenne ich sie jetzt mal, Verträge beschaffen. Wer ist öffentlicher Auftraggeber? Die Freie und Hansestadt Hamburg ist schon mal auf jeden Fall ein öffentlicher Auftraggeber, können wir uns schon mal merken. Grundsätzlich Bund, Länder, Städte und Gemeinden sind die immer die einfachen. Dazu kommen alles, was an Eigenbetrieben diesen Gebietskörperschaften gehört. Dann kommen juristische Personen dazu, nicht nur des öffentlichen Rechts, also zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit, ja, das ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts, oder in Hamburg sitzen eine ganze Menge Krankenkassen. Auch diese sind, wenn sie denn gesetzliche Krankenkassen sind, juristische Personen des öffentlichen Rechts. Auch diese müssen beschaffen, obwohl sie jetzt erstmal nicht unmittelbar Bund, Land oder Stadt sind. Es gibt aber auch ganz, ganz viele juristische Personen des Privatrechts, GmbHs, Aktiengesellschaften, bei denen man auf den ersten Blick erstmal gar nicht feststellen würde, dass das öffentliche Auftraggeber sind, die aber auf ihrer Staatsnähe, meistens weil sie Unternehmen sind, die von Bund, Land oder Gemeinde gegründet worden sind, die klassische Stadtreinigung zum Beispiel, wenn sie in einer Form einer GmbH ist, ist auch Teil des öffentlichen Staates und damit öffentlicher Auftraggeber. Auch diese Stellen müssen ausschreiben. Für Sie als Unternehmen jetzt erstmal nur als Erklärung, warum kann ich denn mit dem, wo ich dachte, das sei eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft, nicht direkt kontrahieren und mit denen auf die zurennen und einen Vertrag schließen, weil die öffentliche Auftraggeber sind. Wenn die also von sich aus ausschreiben, sollten Sie es nicht groß hinterfragen. Aber wenn Sie vor einer Ausschreibung mit Unternehmen sich unterhalten und die Ihnen irgendwann mal sagen, ja, wir müssen das aber förmlich beschaffen, könnte man den Finger zumindest mal in die Wunde legen und das hinterfragen an Ihrer Stelle. Weil wenn Sie eh schon bei denen sitzen, kann man ja vielleicht auch schneller einen Vertrag abschließen, ohne dass das nochmal im Wettbewerb vergeben werden muss. Und die letzten zwei Fallgruppen sind nur der Vollständigkeit halber drauf, damit Sie es mal gehört haben. Was muss denn öffentlich ausgeschrieben werden? Es gibt den sogenannten öffentlichen Auftrag. Das klingt ein bisschen sperrig. Letztlich ist es immer dann ein öffentlicher Auftrag, der von dem öffentlichen Auftraggeber, deswegen ist das Wort öffentlich da drin, vergeben wird, wenn es sich um entgeltliche Verträge handelt, die die Beschaffung von Leistungen, die Lieferung von Waren oder die Ausführung von Bauleistungen oder Dienstleistungen zum Gegenstand haben. Also sowohl Waren als auch Dienstleistungen als auch Bau. Damit ist quasi alles abgedeckt erstmal, weil alles lässt sich unter diese drei Fallgruppen definieren. Und der Clou ist, es muss entgeltlich sein. Wobei es nicht unbedingt Geld fließen muss, sondern es muss eine geldwerte Gegenleistung dafür erbracht werden. Das ist manchmal eine Abgrenzung, wenn man das Gefühl hat, man würde eigentlich etwas schenken oder etwas pro forma zur Verfügung stellen. Auch da, wenn es einen Wert hat und das wird zur Verfügung gestellt, dann kann es auch dann schon ein entgeltlicher Auftrag sein. In den 99% der Fälle ist also alles, was Bund, Land, Gemeinde oder juristische Personen des Privatrechts, die aber öffentliche Auftraggeber sind, beschaffen, muss ausgeschrieben werden. Dass etwas ausschreibungsfrei ist, kommt nur in den ganz seltensten Fällen davor. Es gibt eine ganze Reihe von Ausnahmen, aber die sind sehr restriktiv auszulegen. Nicht Ihre Baustelle, weil muss der öffentliche Auftraggeber ja definieren. Forschungs- und Entwicklungsleistungen, Mietsachen, arbeitsrechtliche Sachen, die müssen nicht ausgeschrieben werden. Aber alles, was Waren, Dienstleistungen oder Bau betrifft, muss erstmal
ausgeschrieben werden. Kommen Sie auch nicht drum rum, können Sie sich auch nicht dran vorbeimogeln, ehrlich gesagt. Und wann muss es denn ausgeschrieben werden? Ich hatte es schon gesagt, wenn es einen gewissen Auftragswert erreicht. Das sind die sogenannten Schwellenwerte. Die werden von der EU-Kommission festgelegt, alle 2 Jahre neu. Die hier auf der Folie befindlichen Auftragswerte stammen vom November letzten Jahres. Das heißt, im November, Dezember nächsten Jahres werden wir neue Werte bekommen. In der Regel, ich mache das Ganze seit 15 Jahren, sind die eigentlich immer gestiegen. Ich glaube, ich habe mal angefangen, da war der Auftragswert für sonstige Liefer- und Dienstleistungen. Das ist dieser hier unten, der jetzt bei 215.000 ist. Als ich angefangen habe, war der bei 207.000. Und um ihm mal so eine Range zu geben, dann ist er auf 219, glaube ich, gestiegen, dann irgendwann mal auf 213, nageln Sie mich nicht fest, dann war er irgendwann mal bei 221. Und jetzt letztes Mal, den letzten Zyklus, ist er das erste Mal gefallen auf 215.000. Das gleiche gilt für die anderen Auftragswerte, wobei für Sie entscheidend eigentlich hier, wenn es Hamburg betrifft zumindest, die sonstigen Liefer- und Dienstleistungen für 215.000 und die Bauaufträge mit 5,382 Millionen. Warum 5,382 und 215.000? Dem liegt ein Warenkorb zugrunde. Und letztlich guckt die EU-Kommission nichts anderes als, wie hat sich dieser Warenkorb in den letzten 2 Jahren entwickelt. Und dementsprechend wird dann dieser Schwellenwert immer angepasst. Ist also nicht ganz gewürfelt, ist aber sehr heterogen. Ich gehe stark davon aus, mit den Preisentwicklungen, die wir im Moment haben, sowohl was Lieferkettenproblematik angeht, Inflation angeht und auch die Energiekostenthematiken, die im Moment den Markt ja umtreiben, Sie vielleicht ja auch, werden diese Preise hier, diese Schwellenwerte in dem nächsten Anpassungszyklus nächstes Jahr deutlich nach oben steigen. Was aber auch bedeutet, ein Großteil der Aufträge wird tatsächlich im nationalen Bereich vergeben. Zumindest was die Quantität angeht. 80% der öffentlichen Beschaffungen von der Anzahl der Ausschreibungen, der Beschaffungsvorgänge, läuft unterhalb dieser Schwellenwerte. Nur 20% oben drüber, wobei vom Auftragswert her ist es deutlich der größere Teil, der oberschwellig vergeben wird. Nur sind es dann halt von der Anzahl halt weniger Aufträge, die aber deutlich mehr Geld bringen. Schwellenwerte. So, und wie muss das dann Ganze ablaufen? Sie sind ja jetzt der Empfänger, auf der Empfängerseite quasi. Ja? Der öffentliche Auftraggeber, dem steht es jetzt an, wenn er also festgestellt hat, okay, ich bin jetzt erstmal öffentlicher Auftraggeber und ich habe eine Ware oder eine Dienstleistung, die ich beschaffen möchte oder muss einen Bau durchführen, hat die Wahl zwischen verschiedenen Vergabeverfahrensarten, die er durchführen kann. Wobei er die Wahl hat zwischen den ersten beiden, also den oberen beiden Blöcken, die hier stehen, nämlich dem offenen Verfahren oder dem nicht offenen Verfahren, beziehungsweise immer hinter dem Schrägstrich sehen Sie die Bezeichnung für die Unterschwellenverfahren. Also das offene Verfahren in der Oberschwelle heißt öffentliche Ausschreibung unterschwellig. Fragen Sie mich nicht, warum der Gesetzgeber in den all den Jahren es nicht hingekriegt hat, das zu vereinheitlichen. Das war immer wieder auf der Agenda. Es gibt anscheinend Bestrebungen, dieses immer so zu lassen, damit man weiß, wo man sich befindet direkt an dem Wort. Besonders schön finde ich das bei der Verhandlungsverfahren und der Verhandlungsvergabe. Spätestens da steigt jeder aus. Es ist sehr feinsinnig, die Unterscheidung. Warum kann man das trotzdem hier zusammenfassen? Von der Art, wie die Verfahren ablaufen, sind sie dann trotzdem gleich. Also das offene Verfahren. Ich habe das gleich auch nochmal auf so eine Art Zahlenstrahl für Sie, deswegen mache ich das hier kurz. Da spricht der öffentliche Auftraggeber durch eine Bekanntmachung den ganzen Markt an, wartet dann und hofft auf Angebote. Und die kommen oder kommen nicht. Und diese Angebote werden dann gelesen, bewertet und können auch nicht mehr verhandelt werden. Die werden dann nach der Bewertung bezuschlagt, also beauftragt. Das Beste. Im nicht offenen Verfahren haben wir eine Unterteilung drin. Da wird quasi dieser einheitliche Bewerbungsprozess unterbrochen, nämlich einmal durch einen sogenannten Teilnahmewettbewerb und dann kommt eine Angebotsphase. Hat den Charme für den öffentlichen Auftraggeber, dass er nicht mit allen Unternehmen, die möglicherweise hier in Frage kommen, auch ein Angebot von denen erhalten muss oder das lesen muss. Sage ich Ihnen jetzt schon mal, spielt in der Realität fast keine Rolle mehr, weil die Wahrheit ist, dass Unternehmen, die sich an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen, immer die gleichen sind. Es ist ein sehr spezialisierter Markt. Deswegen freuen wir uns auch, dass wir heute Sie hier sind, vielleicht als neue Teilnehmer für den öffentlichen Markt. Gerade in wirtschaftlich guten Phasen, und müssen wir ja mal Hand aufs Herz legen, wir hatten die letzten 10 Jahre, also nach der Euro- und Immobilienkrise und Bankenkrise, hatten wir ehrlich gesagt gute Zeiten. Immer in wirtschaftlich stabilen Phasen nehmen die Anbieter oder nimmt die Anzahl der Anbieter im öffentlichen Bereich stark ab. Es mag sein, dass sich das jetzt wieder ein bisschen umschwenkt, wenn die Wirtschaft sich eintrübt. Wir hoffen sie alle nicht. Aber abzusehen ist es
ja nicht ernsthaft. Immer in wirtschaftlich schwächeren Zeiten besinnen sich viele darauf, dass der öffentliche Auftraggeber doch ein ganz stabiler Rechnungszahler ist. Und dementsprechend nehmen dann die Anzahl an Bewerbungen dann auch wieder zu. Wie gesagt, nicht offenes Verfahren bedeutet, dass man erstmal ausguckt, wer sich denn auf eine solche Ausschreibung, Bekanntmachung bewirbt, dann seine Nachweise einreicht, was er schon alles gemacht hat, Details folgen, und dann siebe ich aus denen erstmal aus und mache dann nur mit einer Handvoll weiter. Das ist eigentlich der Clou des nicht offenen Verfahrens. Aber auch hier kommt dann irgendwann ein Angebot, es wird nicht verhandelt, es wird das bezuschlagt, was das Beste ist, anhand der Papierlage. Verhandlungsverfahren ist das, wo jeder öffentliche Auftraggeber hin will und auch die meisten Bieterunternehmen tatsächlich, meine Praxis, meine Erfahrung ist, hinwollen, weil sie hier die Möglichkeit haben, mit der Gegenseite zu sprechen. Auch hier handelt es sich um zweistufiges Verfahren, so ähnlich wie beim nicht offenen Verfahren, zeige ich Ihnen gleich nochmal auf einer anderen Folie. Der wettbewerbliche Dialog und die Innovationspartnerschaften, hier sehen Sie keinen Strich dahinter, gibt es im Oberschwellenbereich als zusätzliche Verfahren, sind ehrlich gesagt die High-End-Verfahren für sehr innovative Leistungen. Die Innovationspartnerschaft, wenn es irgendetwas entwickelt werden muss, was es noch gar nicht gibt. Ich persönlich mache das Ganze seit 15 Jahren, habe noch nie eine Innovationspartnerschaft gemacht. Ich glaube, in ganz Europa gab es irgendwie mal 6 Stück, die gemacht worden sind. 2 davon alleine in, ich glaube, Italien und Spanien. Ich wollte gerade sagen, Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien. Da ging es um selbstfahrende Krankenhausbetten oder das andere waren tatsächlich auch Krankenhausbetten, die in einer Desinfektionsanlage automatisiert desinfiziert werden, verpackt werden und dann wieder dem Krankenhausbereich zur Verfügung gestellt werden. Also Sie sehen schon, es geht hier um Leistungen, die es so am Markt noch nicht gibt, die also erst entwickelt, erprobt und dann in Serie ausgeliefert werden müssen. Und der wettbewerbliche Dialog ist quasi eine andere Fassung des Verhandlungsverfahrens, der mehr Freiräume gibt, aber auch ein bisschen mehr Risiken gibt und deswegen in Deutschland auch nicht besonders häufig verwendet wird. Haben Sie mal gehört, für Sie relevant tatsächlich das offene Verfahren bzw. die öffentliche Ausschreibung oberhalb oder unterhalb der Schwelle und das Verhandlungsverfahren, die Verhandlungsvergabe. Und zu beiden zeige ich Ihnen gleich noch detaillierte Abläufe. Aber erstmal ganz entscheidend, ist ja schön zu wissen, dass die Verfahren so laufen, aber wie komme ich denn überhaupt dran an die Verfahren? Die große Errungenschaft ist tatsächlich, dass diese Ausschreibungen eben nicht mehr, wie soll ich sagen, unter der Hand an den Bekannten vergeben werden können, sondern auch unterhalb der Schwelle muss es eine Auftragstransparenz geben. Es muss also irgendwie eine Bekanntmachung geben und der Markt muss angesprochen werden, in den allermeisten Fällen. Es gibt immer Ausnahmen, aber das ist der Wert davon oder die Regel davon. Im Oberschwellenbereich muss alles im Amtsblatt der Europäischen Union beziehungsweise im Supplement des Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht werden. Das ist heute alles elektronisch. Es gibt eine Webseite, die heißt ted.europe.eu. Sehen Sie auf der linken Seite. TED steht für Tenders European Daily, also im Endeffekt tägliche Ausschreibung. Ist eine Internetseite, die über die Jahre besser geworden ist. Jeder kann sich da kostenfrei registrieren. Jeder kann sich dort nach Schlagworten oder nach Codes, muss man sich ein bisschen einlesen, einen Newsletter erstellen lassen und kann selber definieren, möchte ich den täglich haben, wöchentlich haben und kriegt dann quasi einen Überblick nach seinen Schlagworten über alle Ausschreibungen, die es in Europa gibt. Oder, wenn Sie es filtern, nur nach Deutschland oder nur nach Hamburg. Alles, was europaweit ist. Ehrlich gesagt, jeder, der bei Amazon bestellen kann, kann auch das ausfüllen. Auch für den nationalen Bereich haben wir das, also für den nur nationalen Bereich. Da ist das die Seite service.bund.de. Alle Ausschreibungen in Deutschland, egal in welcher Gemeinde, von welchem öffentlichen Auftraggeber oder von welchem Bundesland, müssen über bund.de ersichtlich sein. Die ist ehrlich gesagt nicht ganz so komfortabel. Da kann man sich zwar auch Suchprofile einrichten, aber das ist sehr high level. Also ich habe das auch gemacht für einige Mandanten und auch für uns. Da muss man schon nochmal, wenn man so eine E-Mail kriegt, so ein Newsletter dann täglich, muss man dann nochmal mit der Suchfunktion von dem Webprogramm, was auch immer Sie benutzen, nochmal ran und nochmal suchen. Da kriegt man sehr, sehr viel, sehr ungefiltert. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie jetzt lokal eher im Umfeld sind, gehen Sie doch direkt auf die Internetseite der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern haben ähnliche Seiten. Da können Sie sich zwar, dann müssen Sie sich auch dann einzeln registrieren. Das ist der große Vorteil, wenn man es natürlich europaweit oder bundesweit macht. Man hat sich quasi zweimal registriert. Wenn man das über die Internetseiten der Bundesländer macht, hat man halt nochmal Registrierungen extra. Aber diese Seiten sind deutlich komfortabler. Und dort findet man alle Ausschreibungen. Tagesaktuell, minütlich, mit Links auf die Vergabeplattform, mit Links zu den Vergabeunterlagen,
mit einer Kommunikationsfunktion, wie man das bei E-Mail kennt, in einem geschlossenen Raum. Der große Nachteil ist jetzt, dass es noch nicht bundesweit einheitlich eine Vergabeplattform gibt. Also das heißt, Sie werden von diesen Plattformen, wo die Veröffentlichungen stattfinden, wie jetzt hier E-Vergabe Web Hamburg, die sieht anders aus in Hamburg, obwohl möglicherweise die gleiche Maschine, die gleiche Engine dahinter liegt, wie auch in Schleswig-Holstein, aber die sind halt dann nochmal geprägt. Oder auch Schleswig-Holstein und MacPom benutzen zum Beispiel andere Plattformen. Das ist der einzige tatsächliche Nachteil für den Nutzer, Sie, es gibt da keine Vereinheitlichung. Aber nochmal, wir leben halt in einem föderalen Staat, da macht jedes Bundesland das, was es für richtig hält. Für die Freie und Hansestadt Hamburg sieht das Ganze dann so aus. Das ist die Landingpage, die Startseite. Und wie Sie sehen, können Sie, wenn ich Laserpointer wieder bekomme, können Sie hier nach Suchbegriffen suchen. Es wird Ihnen dann gefiltert. Sie sehen dann hier tatsächlich die aktuellen Ausschreibungen einmal und Sie können dann da draufklicken. Details können die, wenn Sie dort registriert sind, auch direkt in Ihr Profil hinterlegen, sodass, wenn Sie sich dann hinterher mal eingeloggt haben oder nicht, sehen Sie dann nur noch die Ausschreibungen, die für Sie relevant sind und können die darüber managen. Auch hier muss ich gestehen, das ist eine höhere Hemmschwelle vielleicht, weil man sich wieder irgendwo registrieren muss. Aber jeder, der bei Facebook etwas posten kann oder bei Amazon oder bei Quelle, um nicht immer das gleiche, Quelle gibt es glaube ich gar nicht mehr, Otto was bestellen kann, der kann tatsächlich auch diese Portale verwenden. Da muss man keine Angst vor haben. Warum läuft das überhaupt über diese Portale? Der europäische Gesetzgeber hat ehrlich gesagt das für Sie alle gemacht. Ne? Der hat nämlich gedacht, das sei viel einfacher und viel homogener, als das früher gelaufen ist mit Papier- und Zeitungsannoncen. Und er wollte eigentlich für Sie als Unternehmen mehr Transparenz schaffen. Eigentlich ist es etwas, was die meisten öffentlichen Auftraggeber erstmal gestöhnt haben, dass ihnen jetzt hier eine zusätzliche Hürde auferlegt worden ist, etwas zu tun, etwas einzurichten, sich auch tatsächlich mit ihren Mitarbeitern darauf einzulassen, etwas elektronisch zu machen. Und Sie wissen ja, Digitalisierung ist in Deutschland jetzt nicht unbedingt so, da sind wir nicht federführend in Europa. Aber seit 2016, spätestens seit 2018, seit das verpflichtend ist für die öffentlichen Auftraggeber, haben das eigentlich auch 98% aller Vergabestellen erstmal umgesetzt. Warum 2% nicht? Es gibt immer einen Großteil von oder einen Teil von Verfahren, die tatsächlich nicht digital durchgeführt werden können. Entweder aus bestimmten tatsächlichen Gründen. Wenn Sie ein Architekturmodell einreichen müssen, dann ist zwar vieles heutzutage davon auch schon wieder digital möglich, aber viele mögen auch ein Modell und ein Modell kriege ich ehrlich gesagt nicht per E-Mail eingereicht. Das sind solche Verfahren, die dann halt nicht laufen. Und es gibt immer noch einen Großteil von Verfahren, die aus Sicherheitsgründen nicht elektronisch abgefackelt werden, sondern die, weil man der Post mehr vertraut als dem digitalen Medium, die tatsächlich noch analog mit Papier abgefordert durchgeführt werden. Aber der Großteil aller Verfahren wird heutzutage elektronisch durchgeführt. Was heißt elektronisch durchgeführt? Das heißt, das betrifft zum einen die Bekanntmachung, was ich Ihnen gerade eben gesagt habe, über die Portale. Das heißt, die Ansprache an Sie. Ob Sie das jetzt als elektronische Litfaßsäule sehen oder als den Marktschreier, der Sie anschreit, ob Sie es hören oder nicht. Aber irgendjemand spricht Sie dort an und sagt, ich möchte gerne, dass Sie sich darauf bewerben, auf diese Ausschreibung. Guck doch mal bitte hier rein. Das betrifft den ganzen Block mit Fragen und Antworten zu diesen Unterlagen. Das betrifft überhaupt die Unterlagen, dass Sie die elektronisch dort runterladen können und ansehen können. Das betrifft aber auch, dass Sie die Angebote heutzutage elektronisch einreichen müssen. In aller Regel sogar ohne elektronische Signatur. Und wenn eine Signatur erforderlich ist, machen das die Vergabeplattformen. Die nehmen Sie da eigentlich an die Hand und sagen Ihnen, was Sie da brauchen. Aber die meisten öffentlichen Auftraggeber benutzen heutzutage, nachdem der Anpassung des Zivilrechts, dann einfach die sogenannte Textform. Das heißt, Sie müssen nicht mal mehr etwas ausdrucken, unterschreiben und einscannen, sondern in den allermeisten Fällen reicht es aus, dass Sie unten auf der Zeile, wo Sie früher hätten unterschrieben hätten, wo möglicherweise auch noch Unterschrift drunter steht, dass Sie da den Namen der Person, die das Ganze, die Erklärung abgibt und das Unternehmen hinschreiben. Das nennt sich Textform. Also so, als wenn Sie per E-Mail bestellen würden. Auch da würden Sie keine eingescannte Unterschrift oder quasi oder auch keine qualifizierte oder einfache elektronische Signatur dazufügen. Das reicht in aller Form aus. Für die, die ein bisschen elektronisch affin sind, es gibt unter anderem den Anbieter DocuSign. Ich weiß nicht, wer Ihnen das was sagt oder ähnliche, die auf PDFs so Unterschriften dann drauf machen. Auch das ist letztlich eine Art von Textform, nicht von einer
einfachen oder qualifizierten elektronischen Signatur, sondern es erfüllt auch die Textformerfordernis. Da all das reicht in der Regel heutzutage aus und Sie laden diese Unterlagen dann, nachdem Sie sie erstellt haben, über diese Vergabeplattform hoch. Dem öffentlichen Auftraggeber dient das Ganze dann auch der Archivierung. Also im Endeffekt soll das eigentlich eine Erleichterung sein. Und wir sehen auch über die Jahre, seit es eingeführt worden ist, dass es eine gewisse Standardisierung gibt. Wie gesagt, als 2016 die Umsetzung kam von dem letzten europäischen Richtlinienpaket, also das, was der europäische Gesetzgeber den Nationalstaaten ins Gebetbuch geschrieben hat und was die dann umsetzen müssen, was dann letztlich langsam runtergetropft ist zu Ihnen und uns als Anwender. Da war noch deutlich mehr, wie soll ich sagen, Heterogenität im Markt, was Vergabeunterlagen angeht, was Vordrucke angeht und was auch das Thema Vergabeplattform angeht. Da gab es eine gewisse Konsolidierung und auch die Bundesländer haben ein bisschen geguckt, was in ihrem Umfeld so passiert und haben dann eine gewisse Angleichung. Keine hundertprozentige, da sind wir noch weit von entfernt, aber zumindest mal eine gewisse Angleichung. So, jetzt habe ich Ihnen also erzählt, warum wir das Ganze machen, was Sie davon haben, nämlich einen potenziellen Auftraggebermarkt. Wo Sie das Ganze finden und wie das abläuft, hatte ich Ihnen auch schon mal kurz gesagt. Hier nochmal schnell, Bilder sind manchmal mehr aussagekräftiger als die Bullet Points, die Juristen so gerne auf Folien machen. Hier mal exemplarisch der Ablauf eines offenen Verfahrens. Es könnte auch eine öffentliche Ausschreibung sein, das ist jetzt letztlich wurscht. Die Fristen, die hier stehen, sind aber eher für den Oberschwellenbereich. Das beginnt für Sie mit der Ansprache hier vorne mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung. Weil es jetzt hier eine EU-Bekanntmachung ist, wäre die also auf der Internetseite des Amtsblatts der Europäischen Union, hatte ich eben gesagt, ted.europe.eu. Da könnten Sie die finden und in der Hoffnung, dass Sie jetzt meiner Anregung gefolgt sind und sich da möglicherweise ein Newsletter selber eingerichtet haben, würden Sie den auch am Tag noch morgens früh um 9 Uhr bekommen. Da könnten Sie dort auf den Link drücken, wenn Sie nach dem Lesen der Bekanntmachung feststellen, ja, das könnte was für mich sein, würden die Unterlagen runterladen und würden die erstmal lesen. Hätten Sie möglicherweise Fragen dazu, die Sie über die Vergabeplattform dann einreichen könnten. Und ich animiere Sie dazu, bitte rechtzeitig, also das heißt so früh wie möglich, so viele wie möglich Fragen zu stellen. Weil in diesem offenen Verfahren, das heißt zwar offen, heißt das, die Bieterfragen, die Sie stellen schriftlich, ist die einzige Möglichkeit der Kommunikation mit dem öffentlichen Auftraggeber. Es gibt da keine Angebotspräsentation in der Regel, es gibt da keinen Pitch-Termin, es gibt da keine Verhandlung, sondern diese Kommunikation quasi per E-Mail, aber über die Plattform ist das die einzige Austauschmöglichkeit. Ist auch für Sie erstmal, wenn das Verfahren schon begonnen hat, die einzige Möglichkeit, hier nochmal Stellschrauben zu ändern. Sei es, dass Ihnen die Angebotsfrist nicht ausreicht. Sei es, dass Ihnen die Auftragsbedingungen nicht klar sind, weil da irgendwas drinsteht, was vielleicht der Auftraggeber meint, was den Markt anspricht, aber was an der Marktsprache völlig vorbeigeht. Sei es rechtliche Regelungen zu Lieferzeitpunkten, Haftung oder sonstige Themen, all das können Sie ansprechen. Ansprechen heißt nicht, dass Sie auch eine positive Änderung der Unterlagen herbeiführen können. Aber wenn Sie es gar nicht ansprechen, kriegen Sie gar keine Änderung herbeigeführt. Also bitte nutzen Sie das die Möglichkeit von Bieterfragen. Es gibt auch keine doofen Fragen. Bei manchen muss man, wenn man die dann liest, schmunzeln. Aber in der Regel lieber eine doofe Frage gestellt, als keine Frage gestellt. Für diesen ganzen Prozess an Vergabeunterlagen lesen oder erstmal, was ich ja gesagt, Bekanntmachung finden, Vergabeunterlagen lesen, sich die Fragen stellen, die Antworten lesen und dann ihr Angebot darauf zu erstellen, soll Ihnen mindestens 30 Tage Zeit gegeben werden. Jetzt gibt es natürlich immer mal Dringlichkeitsbeschaffungen. Das hatten wir in den letzten 2 Jahren Corona-bedingt natürlich hoch und runter und zwar in allen Bereichen, nicht nur für die Kliniken, sondern auch für die Schulen oder für alle Bereiche, die davon betroffen waren. Dann kann diese Frist natürlich auch mal eingekürzt werden. In der Regel sollte sie aber nicht unter 10 Tage sein. Aber dann wird schon knapp mit 10 Tagen. Ne? Da müssen Sie erstmal die Ausschreibung finden und die Unterlagen finden und dann sollten Sie in einem Aufwasch das lesen, sich die Fragen stellen und auch das Angebot schon bearbeiten, weil sonst kommen Sie da in Bredouille. 30 Tage ist lange Zeit, aber auch da sage ich Ihnen, schieben Sie sich nicht auf bis zum Ende. Es lohnt sich hier früher anzufangen. Sie geben dann elektronisch Ihr Angebot ab, rechtzeitig. Diese Fristen oder diese Angebotsfristen ändern meistens irgendwann Mitte des Tages. Auch das steht in den Unterlagen drin. Also zum Beispiel, heute ist der 5. Morgen am 6.12. um 12 Uhr oder um 13 Uhr. Sie sollten auf jeden Fall gucken, um wie viel Uhr. Weil Sie haben das als Aufgabe, das rechtzeitig dann über die Vergabeplattform einzustellen.
Und auch da lassen sich gesagt sein, ich hatte schon ganz viele Fälle, wo jemand das versucht hat, noch 5 Minuten vor Schluss hochzuladen oder sogar 30 Sekunden vor Schluss. Nehmen Sie sich den halben Tag und machen Sie es lieber am Abend davor. Das Problem ist, wenn Sie nämlich dann Probleme haben beim Hochladen, weil Ihr Rechner spinnt, weil Sie müssen sich meistens bei den Vergabeplattformen eine lokale Anwendung installieren. Diese Anwendung müssen Sie aber installiert haben und die macht dann manchmal auch und wie immer natürlich zu den falschen Zeiten irgendwelche Updates oder hängt sich auf. Ja? Dann kriegt man schon mal Schweißperlen auf der Stirn, wenn dann nämlich die Zeit bis 12 Uhr auf einmal runtertickt. Und entscheidend ist, dass der Upload Ihrer Unterlagen abgeschlossen ist vor Ende der Angebotsfrist. Also nicht der Upload beginnt vor Ablauf, sondern der Upload ist abgeschlossen vor Ablauf. Alles schon entsprechend durchgefochten für Bieter, meistens ohne Erfolg dann in den Fällen, leider, weil es ist wie früher bei der Post, Sie tragen das Risiko der rechtzeitigen Übermittlung. Also bitte machen Sie es den Tag vorher. Dann ist der öffentliche Auftraggeber dran, da sind Sie erstmal raus, der liest den ganzen Wust von Angeboten, die er bekommen hat, bewertet den anhand der Zuschlags- und Eignungskriterien, komme ich gleich zu, und wird dann, hier ist noch das Beispiel einer Teststellung drin, das kann mal vorkommen, dass er von Ihnen etwas noch verlangt, was er gerne noch erproben möchte, wenn Sie Waren liefern zum Beispiel, dass er die einmal haptisch in die Hand haben möchte, dass er eine IT-Software sich nochmal anguckt. Das sind so die Klassiker. In anderen Bereichen passiert das eher weniger. Dann kann er das noch machen und würde diese Teststellung durchführen im Rahmen der Angebotswertung und würde irgendwann dann, und das ist meistens das Erste, dass Sie dann wieder was von dem Auftraggeber hören, Ihnen mitteilen, besten Dank, im besten Fall, besten Dank für Ihr Angebot. Wir beauftragen Sie in den nächsten 10 Tagen. Oder Sie bekommen die Antwort, besten Dank für Ihr Angebot. Das haben wir mit großer Aufmerksamkeit gelesen. Leider ist es nicht das wirtschaftlich Beste. Es soll die AGmbH werden. Anders. Und das liegt an folgenden Gründen. Und dann kriegen Sie sehr high level mitgeteilt, dass das Angebot in bestimmten Kriterien besser war oder günstiger. Und dann wird Ihnen noch mitgeteilt, wann der Zuschlag erteilen soll. Weil nämlich zwischen dieser Mitteilung, ob Sie es werden oder nicht werden, und dem tatsächlichen Vertragsschluss müssen mindestens 10 Tage vergehen. Hier steht es 10 oder 15. Die 15 Tage bezieht sich noch auf die Möglichkeit, das per Post zu übermitteln. Die allermeisten öffentlichen Auftraggeber machen es aber elektronisch und deswegen gelten die 10 Tage als Frist, die dazwischen halten müssen. Und in der Zeit darf der Auftraggeber den Vertrag noch nicht schließen. Tut er es trotzdem, ist er rechtswidrig zustande gekommen und nichtig. Sie haben in diesen 10 Tagen die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob Sie diese Begründung überzeugt, die Ihnen der Auftraggeber gegeben hat, warum Ihr Angebot schlechter sein soll als das des anderen. Es sei denn, Sie sind der Bestbieter, dann haben Sie 10 Tage Zeit, jetzt erstmal nervös zu hoffen, dass kein anderer da Widerspruch gegen einlegt. Das, was ich gerade als Widerspruch bezeichnet habe, nennt sich vergaberechtlich Rüge. Das ist also im Endeffekt das, was Sie, wenn Sie irgendwo falsch geparkt haben, als Privatperson auch machen, bei der Behörde sagen, nee, da bin ich nicht mit einverstanden. Das nennt sich vergaberechtlich Rüge. Sie haben die Möglichkeit also, diese Rüge einzulegen und zu sagen, das kann so nicht sein. Ich glaube auch aus folgenden Gründen, dass mein Angebot eigentlich besser war oder das Angebot des anderen hätte ausgeschlossen werden müssen und so weiter und so fort. Dass Sie also, das, was ich auf der zweiten Folie, glaube ich, hatte für Sie, dass Sie Ihr Recht zur Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen geltend machen. Tun Sie das nicht, ja, you win some, you lose some. Dann stecken Sie Ihre Energie lieber in den nächsten Auftrag, wo man sich vielleicht bewerben kann. Ist ehrlich gesagt egal, ob das ein förmlicher Vergabeprozess ist oder ein normaler Vertragsanbahnungsprozess mit Privatunternehmen. Auch da gewinnt man nicht jeden Prozess. Hier haben Sie wenigstens die Transparenz, dass Sie gesagt bekommen, warum Sie es nicht sein sollen, warum der Auftrag an jemand anders geht. Und Sie haben hier die Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Alles etwas, was Sie bei einem Vertrag mit einem Privaten nicht haben. Passiert nichts, wird der Zuschlag halt nach Ablauf dieser Frist vom öffentlichen Auftraggeber erteilt. Dann ist auch jeder Rechtsschutz vorbei. Vergaberechtlicher Rechtsschutz ist so ausgestattet, dass er nur bis Vertragsschluss eingelegt werden kann und für den Rechtsfrieden danach dann halt Ende ist. Der Auftraggeber macht dann hinterher nochmal eine Bekanntmachung über den vergebenen Auftrag. Das heißt, wenn Sie am Anfang hier nur mitbekommen haben, dass da etwas passiert, sich aber entschieden haben, nicht teilzunehmen, können Sie am Ende nochmal drauf gucken, wenn Sie das Interesse haben, wer es denn geworden ist und vor allen Dingen, wie lange der Vertrag laufen soll. Auch das muss bekannt gemacht werden. Vielleicht machen Sie sich eine Notiz im Kalender, dass dann im nächsten Jahr das eigentlich wiederkehren müsste. Und vielleicht, wenn Sie richtig gut sind, gehen Sie dann vor Ende des Vertrags, der Vertragslaufzeit, die Ihnen bekannt gemacht worden ist, auf den öffentlichen Auftraggeber zu und sagen dem, hey, ich kann das übrigens auch. Und wenn ihr das so und so gestaltet, dann ist das viel besser, weil. Und jetzt kommen Sie vertrieblich ins Spiel. Da müssen Sie jetzt Ihre Karten spielen. So, das ist Ablauf öffentlich, offenes Verfahren oder öffentliche Ausschreibung.
Über den Ablauf des nicht offenen Verfahrens gehe ich hinweg, weil ich eben gesagt habe, der spielt eh kaum eine Rolle. Und wie gesagt, man hat auch danach noch ganz normalen Geschäftskontakt mit diesem Auftraggeber. Muss man keine Angst haben. Auch wenn die Hemmschwelle vielleicht groß sein mag. Und wenn man einen Geschäftsführer vielleicht auch mal davon überzeugen muss, dass es hier sinnvoll ist, das zu tun. Welche Grundsätze und Prinzipien sind das denn? Es gibt das Wettbewerbsgebot. Das heißt, die Ausschreibung und dieser Vertragsanbahnungsprozess soll gerade möglichst viele Unternehmen die Chance geben, sich zu beteiligen. Das heißt, findet zum Beispiel seinen Einfluss darauf, dass es halt eine Marktansprache gibt, die nicht nur bei einem Unternehmen ist, sondern die über den Ausschreibungsprozess, das sehen Sie jetzt eigentlich hier bei Transparenz, aber da greifen die ineinander. Das ist also nicht so abgegrenzt, dieses Prinzipien, dass die alle nebeneinander stehen, sondern die greifen auch teilweise ineinander. Aber Teil des Wettbewerbs ist natürlich auch, dass ich den Wettbewerb erzeuge, indem ich den Markt anspreche und nicht, indem ich nur zum Hörer greife und ein Unternehmen anschreibe. Bedeutet aber für Sie als Bieter auch, Wettbewerb müssen Sie auch aufrechterhalten. Das heißt, Sie dürfen keine Absprachen mit Ihren anderen Marktteilnehmern treffen. Sie dürfen also nicht zum Hörer greifen und sagen: Mal, hast du gesehen, da ist gerade eine Ausschreibung draußen, also Konkurrenzunternehmen, mach du die mal, ich nehme dann die nächste und du hältst ja beim nächsten Mal zurück. Das geht nicht. Das ist jetzt die klare Absprache einer wettbewerbswidrigen Absprache, das ist jetzt sehr schwarz-weiß, aber auch alle Schattierungen dazwischen sind verboten und da werden Ihnen dann jetzt hier Handschellen angelegt. Transparenzgebot hatte ich gerade schon erwähnt, das findet immer seinen Niederschlag in der Bekanntmachung, aber auch in allen Vergabeunterlagen und allen Informationen, die Ihnen mitgeteilt werden. Der Auftraggeber muss also Informationen allen Bietern gleichförmig zur Verfügung stellen. Er darf da nicht sich einen rauspicken und nur dem Informationen geben. Selbst wenn Sie eine Bieterfrage stellen, dann muss diese Frage allen beantwortet werden. Sollten Sie, wenn Sie dem Auftraggeber es leicht machen wollen, deswegen die Fragen auch direkt so stellen, dass da keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Ihrerseits drin stehen und am besten auch Ihr Name nicht in der Frage versteckt, weil ansonsten muss er das immer direkt neutralisieren. Aber das Prinzip ist, Sie stellen eine Frage, alle kriegen die Informationen. Das sollten Sie auch wissen. Wenn Sie also eine schlaue Idee haben, sollten Sie es vielleicht ein bisschen verpacken, damit nicht durch die Kopieren der Frage Ihre schlaue Idee direkt allen bekannt gemacht wird. Dann hätte der öffentliche Auftraggeber zwar in dem Moment was falsch gemacht, weil er hätte den Wettbewerb zwar gefördert, aber er hätte quasi Sie diskriminiert, indem er Ihnen Ihre tolle Idee jemand anders mitgeteilt hat. Aber solche Sachen passieren leider auch. Da, wo gehobelt wird, fallen leider auch manchmal Späne, auch unabsichtlich. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, den kennen wir alle aus dem Verwaltungsrecht. Also jede Maßnahme, die der Auftraggeber trifft, muss tatsächlich auch geeignet und angemessen sein und darf niemand diskriminieren. Gleichbehandlung, alle Bieter sind gleich zu behandeln und dürfen nicht benachteiligt werden aufgrund von bestimmten Vorerfahrungen, bestimmten schon mal ausgeführten Leistungen. Jegliche Art von Ungleichbehandlung braucht also immer eine sachliche Begründung. Das ist ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen wie Artikel 3 und jegliche, wie soll ich sagen, Diskussionen, die man im Freundes- und Bekanntenkreis kennt, unter Juristen, aber auch unter Nichtjuristen, wenn es darum geht, was ist eigentlich Gleichbehandlung, da hat jeder eine andere Meinung zu, eine andere Auffassung zu, ist ein sehr schweres Thema, auch wenn es so einfach klingt. Aber wenn Sie ein grundsätzliches Störgefühl dafür kriegen, wann, dass da irgendetwas nicht richtig läuft, ist schon mal der richtige Weg und dann sollten Sie dazu eine Frage stellen oder Kontakt mit jemandem aufnehmen, der sich damit auskennt. Die Auftragsberatungsstellen stehen ehrlich gesagt auch immer zur Verfügung und können bestimmte Fragen auch immer sehr gut, zumindest mal am Anfang mit beantworten. Berücksichtigung mittelständischer Interessen, auch ein oberes Grundsatz und Prinzip. Das schlägt sich darin nieder, dass der Auftraggeber den Auftrag so zuschneiden muss, dass letztlich auch kleine und mittelständische Unternehmen für Aufträge in Frage kommen. Er darf das also nicht per se schon so groß machen, dass nur Großunternehmen dafür in Frage kommen. Das hätte man schärfer von gesetzgeberischer Seite ausgestalten können, dass es also wirklich eine Pflicht gibt, das aufzuteilen. Es gibt hier dieses Gebot und immer wo es ein Gebot gibt, gibt es auch mit einem sachlichen Grund eine Möglichkeit, davon abzuweichen. Und tatsächlich ist es aus meiner Rechtspraxis wenn Sie es durchsetzen wollen als kleines Unternehmen oder mittelständisches Unternehmen, ein sehr schwaches Recht, was Sie hier haben, diese Losaufteilung. Sie haben aber als Unternehmen natürlich immer die Möglichkeit, sich auch mit anderen zusammenzutun, die vielleicht auch klein sind. Also nicht unbedingt nur Konkurrenten, aber die konglomeratmäßig oder komplementär Leistungen erbringen, die dazu passend sind und gemeinsam ein Angebot abzugeben. Als Bietergemeinschaft oder als Bieter mit Nachunternehmern. Das heißt, nur weil Sie eine Ausschreibung sehen und die ist für Sie zu groß, heißt das nicht, dass per se die Tür für Sie dort zu ist.
Man kann versuchen, das über den streitigen Weg durchzusetzen, dass dieser Kuchen eigentlich für sich hätte aufgeteilt werden müssen. Man kann es aber natürlich auch versuchen, mit anderen zusammen dann zu stemmen. Kriege ich in der Regel an, ist ein deutlich harmonischerer Vorgang. Muss ich als Anwalt auch manchmal sagen. Wirtschaftlichkeit ist auch ein großes Prinzip, kommt, wenn Sie am Anfang sich noch an die Folie erinnern, aus diesem typisch deutschen, wir müssen sparsam und wirtschaftlich mit den Haushaltsmitteln, also mit den Steuergeldern umgehen, die dem Staat zur Verfügung gestellt werden. Hat hier immer den Ausdruck im Kern in den Zuschlagskriterien, also in den Kriterien, wonach bemessen wird, welches Angebot denn jetzt eigentlich das Beste ist. Das kann mal nur der Preis sein. In der Regel sollte es eine Mischung zwischen Preis und anderen Kriterien sein. Komme ich gleich zu. Und zu guter Letzt natürlich der Anspruch, dass diese vergaberechtlichen Bestimmungen auch alle eingehalten werden. In der Ausprägung des Rechtsschutzes hatte ich schon gesagt, all das steht in 97, wenn Sie es nochmal in Ruhe nachlesen wollen. Viel mehr steht in 97 auch nicht drin, aber ist meines Erachtens eine der Kernnormen. Und wenn man verstanden hat, es muss irgendwie Wettbewerb geschaffen werden, es muss transparent sein. Und wenn da irgendwas steht, was ich nicht verstehe, dann kann es schon nicht transparent sein. Ja, Sie sollten ein guter Maßstab sein und in sich selbst vertrauen. Das heißt, wenn Sie es nicht verstehen, ist es nicht transparent. Ja? Dann hinterfragen Sie es auch direkt. Und im Zweifel kann man es dann auch schon beanstanden. Und wirtschaftlich, wenn Sie das Gefühl haben, da ist eine Regelung drin, die nicht dazu führt, dass am Ende das beste Angebot zum günstigsten Preis, also das wirtschaftlichste, rauskommt, dann ist da irgendein Fehler drin. Ja? Ob das dann böswillig ist oder zufällig ist, das ist ja völlig nebensächlich. Sie sollten auf jeden Fall dann eine Frage stellen. So, jetzt hatte ich schon gesagt, Vergabeunterlagen, für die, die es noch nicht wissen, das ist ein Sammelbegriff für alle Unterlagen, die Ihnen über die Vergabeplattform, also neben der Bekanntmachung, deswegen steht hier oben Bekanntmachung plus Vergabeunterlagen, die Ihnen also zur Verfügung gestellt werden. In der Regel ist es so, Sie gehen also auf diese Ausschreibungsplattform, finden dort eine Bekanntmachung, da gibt es einen Link drin, der Sie zu diesen Unterlagen führt. Und jetzt wird es leider heterogen. Manche Auftraggeber haben das so, dass es voll digital ausfüllbar ist. Manche stellen Ihnen Word-Dokumente, Excel-Dokumente zur Verfügung, die Sie selber ausfüllen können. Manchmal kriegen Sie aber auch nur Standardformulare und Sie müssen selber Erklärungen erstellen. Das ist leider sehr unterschiedlich, zum einen von Auftraggeber zu Auftraggeber, innerhalb eines Bundeslandes, aber auch von Bundesland zu Bundesland nochmal unterschiedlich. Und wenn wir dann die nicht landesunmittelbaren oder die bundesunmittelbaren öffentlichen Auftraggeber dazu richten, die machen es nochmal anders. Also diese privaten Organisationen eigentlich. Im Kern bestehen die Vergabeunterlagen aber, das ist gesetzlich normiert, aus einer Aufforderung zur Ausschreibungsteilnahme oder zur Angebotsabgabe, zur Teilnahmeantragsabgabe, je nachdem, welchem Verfahrensstand wir sind. Also irgendeine Art von Anschreiben, wo drin steht, wir freuen uns, wenn Sie jetzt teilnehmen würden und es gelten übrigens die und die Bedingungen. Die stehen in den Bewerbungsbedingungen, das ist das zweite Dokument. Es gibt also irgendein Dokument, wo die Spielregeln des Verfahrens für Sie nochmal zusammengefasst sind. Und zwar die Spielregeln, nicht so sehr, die sich aus dem Gesetz ergeben, sondern die der Auftraggeber jetzt in Ausgestaltung seiner Rechte hier Ihnen gibt. Also wann müssen Sie Fragen stellen? Bis wann muss hier was eingereicht werden? Was müssen Sie denn überhaupt einreichen? Das ergibt sich nicht aus dem Gesetz, sondern es gibt Ihnen der Auftraggeber vor. Reicht zum Beispiel ein unterschriebenes Preisblatt, wo Sie einfach nur einen Stundensatz reinschreiben? Oder müssen Sie dann auch große Konzepte einreichen? Oder müssen Sie irgendwelche Modelle virtuell erfassen? Oder müssen Sie irgendwelche Kampagnenslogans sich ausdenken? All das steht in den Vergabeunterlagen drin, basierend auf den Vertragsbedingungen und der Leistungsbeschreibung. Manchmal ist es dann auch Leistungsverzeichnis, aber der Fachbegriff ist eigentlich die Leistungsbeschreibung, weil das ist, was im Gesetz auch drin steht. Vertrag und Leistungsbeschreibung sind das, was später auch für Sie das Rechtsverhältnis gestalten, wenn Sie denn der Auftragnehmer werden sollten. Vertragliche Bedingungen, klar, ist alles das, was der Rechtsrahmen ist. Also was passiert bei einer Schlechtleistung? Bis wann muss überhaupt geleistet werden? Wer ist der Ansprechpartner? All diesen Rechtsrahmen, Haftungsthemen, ist normalerweise in den Vertragsbedingungen. Jetzt können das allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers sein. Es kann auch sein, dass es nur auf standardisierte Klauseln verwiesen wird, die zwischen allen öffentlichen Auftraggebern gelten. Im Baubereich ist das relativ häufig so. Da gibt es die Vergabeordnung für Bauleistungen Teil B und C. Das sind letztlich nichts anderes als allgemeine Geschäftsbedingungen, die aber nicht nur zwischen dem Auftraggeber und dem Markt gelten, sondern die quasi zwischen allen Auftraggebern, wenn er sich darauf bezieht, gelten und dem Markt.
Im Dienstleistungs- und Lieferbereich ist das dann die Vergabeordnung für Lieferleistungen und Dienstleistungen. Teil B wird nicht ganz so häufig angewendet wie im Baubereich, wo es eigentlich der Standard ist. Im Liefer- und Dienstleistungsbereich würde ich mal sagen, ist so 50-50, dass da meistens eher allgemeine oder darüber hinaus geltende Verträge noch mitgeliefert werden. Und in der Leistungsbeschreibung und im Leistungsverzeichnis steht dann halt konkret drin, was hier fachlich gewünscht ist. Der Unterschied zwischen der Leistungsbeschreibung und dem Leistungsverzeichnis, naja, das Leistungsverzeichnis ist meistens etwas, wo Sie noch was eintragen können an Menge und Preis und daraus ergibt sich dann am Ende eine Gesamtsumme. Das ist in der Leistungsbeschreibung nicht, da ist es halt eher Prosatext. All das muss Ihnen zur Verfügung gestellt werden und zwar auch bei diesen zweistufigen Verfahren am Anfang mit der Bekanntmachung. Fehlt da also was? Haben wir schon wieder Verstoß gegen Vergaberechtsbedingungen und Sie sollten zumindest mal nachfragen, wo ist denn eigentlich der Vertrag? Ja? Weil nur wenn Sie alle Unterlagen haben, können Sie auch eine solide Entscheidung treffen, ob Sie an etwas teilnehmen möchten oder nicht. Und weil das noch nicht so lange ist, sage ich das nochmal, ne? Es muss Ihnen alles zur Verfügung gestellt werden. Viele öffentliche Auftraggeber machen das noch falsch. So, und dann machen Sie im Zweifel natürlich als erstes die Leistungsbeschreibung auf, weil das ist ja für Sie der fachlich spannende Teil. Der Rest ist ja nur, ach so, Regeln fürs Verfahren und so, ist ja meistens langweilig, auch wenn ich darüber natürlich hier den Vortrag halte. Sie finden meistens die Leistungsbeschreibung und den Vertrag viel spannender. Und dann stellt man ganz schnell fest, warum macht er das denn so? Warum macht er das nicht anders? Warum will er nicht was anderes haben? Das, was ich habe, passt doch viel besser. Oder löst das Problem doch auch? Ja. Womit sich immer die Frage stellt, darf denn der Auftraggeber eigentlich jetzt alles vorgeben? Ist das wirklich seine Entscheidungsfreiheit? Und zu Ihrem Nachteil muss ich Ihnen gestehen, ja, der am Ende die Rechnung bezahlt, der darf auch bestimmen, was er haben will, um es mal ganz platt zu machen. So auch die Rechtsprechung. Es hat natürlich gewisse Grenzen. Ausschreibungen sollen, und ich habe gesagt sollen, nicht müssen, sollen produktneutral erfolgen. Das heißt, der Auftraggeber darf bei seiner Gestalt oder der Vorgabe der Leistung, die er haben will, der Ware, der Dienstleistung des Baus, nicht auf ein bestimmtes Produkt, auf eine bestimmte Herkunft, auf eine bestimmte Typenbezeichnung oder so etwas verweisen, weil dadurch, selbst wenn er es transparent macht, der Eindruck entsteht, er will genau dieses haben. Nicht nur der Eindruck, sondern im Zweifel ist es so, dass er genau das haben will. Das kann mal gerechtfertigt sein, wenn er dann dafür einen bestimmten sachlichen Grund hat. Beispiel. Jetzt gerade ganz aktuell haben wir ein Verfahren laufen. Corona-bedingt wurden in einer Schule drei Smartboards gekauft, damit die digitalisiert ist und den Remote-Unterricht dann, der Lehrer quasi über das Smartboard den Remote-Unterricht zu Hause mitmachen kann. So, und weil das so gut gelaufen ist, hat man dann, als die Schüler zurück durften in die Schule, gesagt, hey, ist ja eigentlich viel besser als eine Tafel, ja? Weil auch im Unterricht kann man das ganz toll nutzen, machen wir doch überall Smartboards. Und dreimal dürfen Sie raten, wo denn dann die Schule bzw. die Schulbehörde dann für das gesamte Bundesland einkaufen wollte. Natürlich bei dem Lieferanten, der schon drei geliefert hatte. So, mit der Begründung, die Lehrer, die verstehen das sonst nicht. Ehrlich, also nichts gegen Lehrer, ich mag Lehrer, aber das war die Originalbegründung der Schulbehörde. Lehrer kann man schlecht schulen, was in sich schon wieder lustig ist. Und man wollte dann also die drei Smartboards, die man gekauft hat, hatten irgendwie einen Wert von, ich weiß nicht, ein paar tausend Euro. Mit der Lizenz, die dahinter läuft, war das Ganze natürlich ein bisschen größer, waren wir zu knapp unter 100.000 Euro und man wollte jetzt für ein paar Millionen das ganze Bundesland damit ausstatten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist das denn jetzt ein sachlicher, auftragsbezogener, willkürfrei getroffene Begründung? Also auf Deutsch, ich habe mal drei umsonst gekriegt irgendwo oder drei für kleines Geld gekauft, ohne Ausschreibung, ohne den Markt anzusprechen und kaufe jetzt für das ganze Bundesland, nur weil die Lehrer etwas lethargisch sind vielleicht und etwas schwer zu schulen, kaufe ich also jetzt flächendeckend nur bei dem einen und schalte den Wettbewerb komplett aus. Wie die Geschichte ausgeht, sage ich Ihnen dann, wenn es entschieden ist, ist es nämlich noch nicht. Ich habe da eine gewisse Meinung zu, ich glaube, das reicht nicht aus. Ich habe die Befürchtung, dass die Gerichte das anders sehen werden, weil jeder, auch Richter, ist sich natürlich selber auch da am nächsten und kann sich in bestimmte Rollen auch besser reinempfinden. Insbesondere, wenn es um Technik, Digitalisierung geht, was wir jetzt die letzten 2 Jahre alle selber erlebt haben, weil wir alle irgendwie remote gearbeitet haben, ist man dann halt froh, wenn man Bekanntes wieder sieht. Deswegen glaube ich, wir werden den Fall verlieren. Aber eine spannende Frage. Für Sie jetzt als Merkposten, ja, der Auftraggeber darf also vorgeben, weil er ist derjenige, der Sie hinterher auch bezahlt, was er haben will. Nicht jede dieser Vorgaben ist aber rechtlich zulässig. Insbesondere, wie gesagt, es muss produktneutral sein oder wenn er schon ein Produkt reinschreibt, muss da drin stehen irgendwie oder gleichwertig. Ansonsten können Sie das schon mal hinterfragen, warum er denn genau dieses haben will.
Und dann ist es deine Aufgabe zu begründen, wenn er denn genau dieses eine Produkt haben will. Auch hier hatten wir es zum Beispiel relativ häufig mit Smart-Telefon. Ob es denn jetzt das Produkt mit dem Apfel hinten drauf sein muss oder ob es das Produkt aus Südkorea sein muss. You name it. Ja, da gibt es ja Meinungen für das eine und für das andere. Aber letztlich ist es, wenn man es abstrahiert, ist es ein Telefon mit Smart-Fähigkeiten, worauf den Apps laufen, oftmals auch die gleichen Apps. Angepasst, ja, aber ist jetzt nicht so, dass der App-Markt da groß unterschiedlich ist. Und warum muss ich denn das eine vorgeben oder kann das nicht im Wettbewerb stellen? Das ist zum Beispiel entschieden worden, dahingehend, dass dem Auftraggeber es ermöglicht ist, hier vorzugeben, er hätte gern das eine oder das andere Produkt, weil auf der Lieferantenseite dann da noch Wettbewerb herrscht. Also sie kriegen die Produkte ja dann nicht direkt von Samsung, Google, Apple, sondern sie kaufen die ja dann bei Händlern ein. Da herrscht wieder ein Wettbewerb und dementsprechend soll das ausreichend sein. Ganz spannender Markt für Sie jetzt nur als Merkposten. Wenn der Auftraggeber hier etwas vorgeben möchte, muss er dafür sachliche, auftragsbezogene, objektive, willkürfreie Gründe haben. Wenn Sie es lesen und stellen fest, da ist ein offenes oder versteckte Produktvorgabe oder die geht hin zu einem bestimmten Lieferanten oder zu bestimmten technischen Lösungen, die Sie nicht können, aber jemand anders, auch da können Sie wieder die Frage stellen, na, dann mache ich das die Akte halt direkt zu und widme mich dem Nächsten, ja, weil die wollen mich ja anscheinend offensichtlich nicht haben. Oder Sie sagen, das kann so nicht sein, das ist jetzt der dritte Auftrag, der so vorgegeben muss. Ich kriege dann nie einen Fuß in die Tür. Da muss ich mal reingrätschen und zumindest mal eine Bieterfrage stellen oder sowas, wo Rüge oben drüber steht, um dem Gegenüber auch mal ein bisschen den Blutdruck zu erhöhen. Ehrlich gesagt, das ist nie ganz verkehrt. So, um das zu verhindern, dass Sie aber überhaupt in die Bredouille kommen, stellt sich ja die Frage, können Sie nicht, bevor das Ganze losgeht, vielleicht Einfluss nehmen auf den Auftraggeber? Das hatte ich eben schon mal leicht angeteasert, als ich Ihnen gesagt habe, wenn Sie wirklich gut sind und Sie sehen am Ende eine Bekanntmachung über einen vergebenen Auftrag, dann schreiben Sie sich in irgendeinen extra dafür zu pflegenden digitalen Kalender oder analogen Kalender, wann denn diese Verträge ändern, wenn das wiederkehrende Leistungen sind. Weil es lohnt sich tatsächlich immer, mal ein halbes Jahr vor Vertragsende, Vierteljahr, auf diesen Auftraggeber zuzugehen und zu sagen, ey, ihr habt doch da vor anderthalb Jahren diesen Vertrag ausgeschrieben. Der müsste jetzt enden. Und ich gehe davon aus, das ist was, was ihr immer wieder braucht, solche Leistungen, solche Waren. Ich wäre da gerne bereit, das zu machen und ich kann das auch. Ja? Dann hat man schon mal einen Fuß in der Tür. Und wenn man dann ins Gespräch kommt über eine sogenannte Markterkundung, also für den öffentlichen Auftraggeber ist es dann eine Markterkundung, ja? Da können Sie alles einfließen lassen. Es gibt da im Rahmen der Compliance-Vorschriften, also Sie dürfen jetzt keine Geschenke machen oder keine Sachen versprechen oder sowas. Ja? Das ist für mich alles illegales Zeug, das würde ich Ihnen, da gehe ich davon aus, das macht keiner. Aber wenn es ganz normale vertriebliche Maßnahmen sind, Sie dürfen sich natürlich in den höchsten Tönen loben. Sie dürfen Ihr Produkt in den höchsten Tönen loben. Sie dürfen auch Unterlagen dalassen. Sie dürfen auch sagen, guck mal, hier ist mein Produktprospekt. Wenn du das quasi abschreibst und nur die Produktbezeichnung rausschreibst, hast du eine super Leistungsbeschreibung. Nutz das doch. Mit dem Hinterkopf, dann sind Sie in gewissen Vorteil, weil dann Ihre Lösung schon mal direkt passt. Aus Ihrer Sicht dürfen Sie das alles tun. Da gibt es keine vergaberechtlichen, compliance-rechtlich, aber vergaberechtlich gibt es da keine Hemmschuhe, die Sie anhaben. Wenn das dann dazu führt, dass der Auftraggeber sogar dazu kommt, dass Ihr Produkt eigentlich das Einzige ist, was hier wirklich passend ist oder Ihre Leistung, ne, und nur Sie dafür in Frage kommen, führt das dazu, dass möglicherweise auch das Verfahren nur mit Ihnen durchgeführt werden kann. Also auf Deutsch, es ist ein sehr gutes Tool, hier vertrieblich nochmal den Fuß in die Tür zu stellen und diese Möglichkeiten zu nutzen. Vergaberechtlich, wie gesagt, dürfen Sie das alles. Eine Grenze gibt es da, nicht so sehr für Sie, sondern für den öffentlichen Auftraggeber auch wieder. Wenn Sie dem Auftraggeber helfen, das Ausschreibungsverfahren vorzubereiten und tatsächlich zum Beispiel Unterlagen erstellen. Ja. Das betrifft aber jetzt eher, finde ich, den Teil von, weiß ich nicht, ob da jemand bei Ihnen ist, der beratend unterwegs ist. Oder der auch beratend unter Sachen macht. Also es gibt ja auch viele im Baubereich gerade, die auch bei der Beschreibung oder bei der Vorbereitung von Beschaffungsvorgängen auch wieder helfen. Sind Sie ein solches Unternehmen und helfen dem Auftraggeber, den Beschaffungsprozess zu strukturieren und vorzubereiten und kommen aber gleichzeitig hinterher auch für die Durchführung der Leistung in Betracht? Sind Sie ein sogenannter Projektant? Bedeutet nichts anderes, als dass Sie mehr wissen als der Rest vom Markt und es früher wissen, ja, weil Sie ja gerade schon bei dem Auftraggeber sitzen. Das ist erstmal nicht schlimm, weil der Auftraggeber kann das ausgleichen. Er kann sowohl den Zeitvorteil, den Sie haben, ausgleichen, indem er allen anderen auch mehr Zeit gibt in der Angebotsfrist. Ich hatte eben gesagt, mindestens 30 Tage. Er kann die ja nach seinem Wahl auch verlängern.
Er kann auch denen mehr Informationen geben, nämlich Vorprojektunterlagen oder Vorstufen von Informationen, die sie hatten, als sie ihm geholfen haben, die aber nicht Teil der Vergabeunterlagen wären. Die kann er natürlich auch allen anderen zur Verfügung stellen. Und durch diesen Informations- und Zeitausgleich hat er eigentlich schon wieder alles gerettet. Es gibt manchmal ganz abstruse Fälle, das Leben ist ja bunt, dass das nicht möglich ist, dass er also weder diesen Wissensvorsprung noch diesen Zeitvorsprung ausgleichen kann. Dann müssen Sie tatsächlich sich entscheiden, ist für mich der Auftrag lukrativer, hier den Auftraggeber zu unterstützen bei der Vorbereitung? Oder sage ich nicht lieber nein, danke, ich bewerbe mich lieber hinterher auf die Ausschreibung, ja? Und nehme lieber den Auftrag mit. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Auftraggeber Sie hinterher ausschließen muss, wenn Sie ihn vorher beraten haben, er diesen Ausgleich nicht hinkriegt und Sie sich trotzdem bewerben. In den allermeisten Fällen ist es aber ein sehr theoretisches Problem. Weil die meisten Auftraggeber werden mit Ihnen dieses Gespräch, möchtest du jetzt oder später den Auftrag haben, also möchtest du jetzt den Vorbereitungsauftrag haben, dann bist du aber raus, oder möchtest du später dich vielleicht beteiligen, wird der Auftraggeber mit Ihnen vorne führen. Oder Sie sprechen es halt an, sodass es in den meisten Fällen nicht dazu kommt. Anders aber auch, wenn Sie mitkriegen, spätestens ja mit der Mitteilung, danke fürs Mitspielen, Sie sollen den Auftrag nicht kriegen, es wird die A GmbH, die ich eben schon erwähnt habe, wenn Sie dann mitkriegen und sagen, Moment, die A? Die war doch schon die ganze Zeit bei denen. Ich habe doch hier Mails von denen bekommen, weil die die Angebotsauswertung mitgemacht haben. Dann sollte man da auf jeden Fall mal reingrätschen und eine Rüge stellen, weil da ist erstmal der Anscheinsverdacht da, dass da was nicht richtig mit richtigen Dingen gelaufen ist. Es kann natürlich nicht sein, dass ein Projektbüro zum Beispiel die Unterlagen vorbereitet, durchführt und dann möglicherweise die sich auch darauf bewerben, aber mit einer anderen Niederlassung, also es ist dann die A GmbH nicht aus Hamburg, sondern aus Düsseldorf, die sich bewirbt, und dann die A GmbH aus Hamburg, also quasi die andere Niederlassung derselben Gesellschaft, das Angebot der Kollegen aus Düsseldorf prüft. Sowas darf nicht sein. Ja? Das wäre dann Verstoß gegen Wettbewerbsgrundsatz, Verstoß gegen Transparenzgrundsatz und natürlich eine ganze Menge von Normen noch, die dann da drunter kommen. Aber wenn Sie sowas mitkriegen und da Hintergrundinformationen haben, lohnt es sich da mal reinzugrätschen. Dann haben Sie zumindest mal wieder die Chance erhöht, dass Sie den Auftrag noch kriegen. Da ist der Kampf noch nicht zu Ende. Aber ansonsten dürfen Sie im Vorwege von Ausschreibung mit den öffentlichen Auftraggebern alles machen, was im Rahmen von Compliance ist und versuchen, den zu steuern und vor sich herzutreiben. Entschuldigung, das war auf der Folie davor. So. Schritt wieder zurück. Wir haben einen kurzen Exkurs gemacht. Was dürfen Sie machen außerhalb von den oder bevor oder nachdem die Ausschreibung abgelaufen ist? Ich hatte eben schon das Plädoyer gehalten für Bieterfragen, wenn Sie jetzt also die Unterlagen gesehen haben, gelesen haben und da Schwierigkeiten haben. Hier ist es nochmal auf der Folie drauf als Merkposten quasi. Das ist Ihre Möglichkeit in den meisten Verfahren, wo es kein Verhandlungsverfahren gibt. Ja, und wir hatten ja eben nochmal den netten Hinweis, im Bau gibt es fast nie Verhandlungsverfahren. Das ist Ihre Möglichkeit, in den Austausch zu kommen. Es geht sogar so weit, dass ich sagen würde, Sie haben eine gewisse Verpflichtung. Rechtlich dann eine Obliegenheit, hier insbesondere intransparente, also in sich unlogische Sachen auch aufzuklären. Wenn Sie erst hinterher damit kommen, ist es in der Regel zu spät. Ich hatte eben gesagt, es gibt die Möglichkeit, etwas einen Widerspruch einzulegen, zu rügen. Auch hier bei dieser Rüge gibt es eine Verpflichtung, die Ihnen der Gesetzgeber ins Buch geschrieben hat, um diese Beschaffungsvorgänge nicht unendlich lange zu gestalten, dass Sie dann, wenn Sie erkannt haben oder als durchschnittlich fähiger Marktteilnehmer es hätten erkennen müssen, dass hier ein Fehler vorliegt oder eine Lücke ist und da sind Informationen notwendig, dass Sie diese hinterfragen müssen und auch beanstanden müssen, und zwar spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist oder der Teilnahmeantragsfrist, je nachdem, welchem Art von Verfahrensstadium wir sind. Tun Sie das nicht und es wäre für einen durchschnittlichen Marktteilnehmer ersichtlich gewesen, dass da ein Fehler drin ist, dann können Sie sich nicht später darauf berufen und sagen, hey Moment, da war doch ein Fehler drin. Dann sind Sie damit präkludiert, ja, verspätet. Heißt, Sie sollten sich rechtzeitig spätestens vor dem Ende der Angebotsfrist die Karten legen, ob Sie hier etwas böswilliger auftreten oder ob Sie Sachen förmlich beanstanden. Hinterfragen, wie gesagt, bitte immer. Gut. Am Ende läuft es natürlich darauf hinaus, dass Ihr Angebot vom Auftraggeber irgendwie bewertet werden muss. Da gibt es zwei große Stellschrauben. Es gibt die sogenannte Eignungsbewertung und die Zuschlagsbewertung. Das geht nach Eignungskriterien und Zuschlagskriterien. Da sind wir Juristen nicht besonders kreativ gewesen bei den Worten. Die Eignung ist immer rückblickend, betrifft also das Unternehmen.
Was hat das Unternehmen in der Vergangenheit schon mal gemacht, was so ähnlich war? Was befähigt das Unternehmen generell für eine solche Leistung, für eine solche Warenlieferung, für einen solchen Bauauftrag in Frage zu kommen? Muss einen Sachbezug haben zur Ausschreibung, betrifft aber jetzt noch nicht konkret die auszuführende Leistung. Eher allgemein, abstrakter, rückblickend. Das Thema Zuschlagskriterien betrifft, wie wird Ihr Angebot bewertet? Also den Preis, den Sie einreichen, das Mengengerüst, das Konzept, was Sie einlegen müssen, die Warenprobe, ja, all das muss an Kriterien bemessen werden und betrifft das konkrete Angebot. Zwischen diesen beiden Kriterien gibt es das sogenannte Trennungsgrundsatz. Das heißt also, es darf nicht beides sein, Eignung und Zuschlagskriterium. Das ist also entweder oder. Alles, was rückblickend ist und unternehmensbezogen, ist Eignung. Alles, was leistungsbezogen ist und das Angebot betrifft, ist Zuschlagskriterien. Und es darf nicht doppelt gewertet werden. Also Sie dürfen nicht zum Beispiel die Qualifikation des Beraters, der eher rückblickend jetzt betrachtet wird, sowohl als Eignungskriterium bewerten, aber gleichzeitig auch, weil der Berater Sie auch hinterher unterstützen soll und damit einen Leistungsbezug hat, auch nochmal auf der Zuschlagsebene. Strikte Trennung und entweder das auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Beispiele für Eignungskriterien und die Nachweise, die Sie dafür einreichen müssen, sind zum Beispiel klassischerweise, ich gehe jetzt mal von unten nach oben, Handels- oder Berufsregisterauszug, also der Handelsregisterauszug, der dann irgendwie nicht älter sein darf als X. Damit soll geprüft werden, gibt es Ihr Unternehmen eigentlich wirklich und wer darf eigentlich in dem Namen des Unternehmens eine Erklärung rechtsverbindlich abgeben? Wer hat also Prokura oder ist Geschäftsführer oder ist vertretungsberechtigt? Dann gibt es die sogenannte Eigenerklärung zu den Ausschlussgründen. Das sagt aus, dass Sie gesetzestreu sind in der Vergangenheit. Dass also Ihr Unternehmen oder führende Mitarbeiter in Ihres Unternehmens nicht wegen besonderer Wirtschaftsstraftaten verurteilt worden sind. Geldwäsche, Betrug, Bestechung etc. etc. Oder dass Ihr Unternehmen in der Vergangenheit bei öffentlichen Aufträgen ordnungsgemäß die Leistung erbracht hat. Nicht versucht hat, sich die Aufträge durch falsche Aussagen oder irreführende Aussagen zu ergaunern. All das wird mit Katalogen, Erklärungskatalogen abgefragt, die in Paragraph 123 und 124 GWB liegen. Wenn Sie das einmal gelesen haben, das ist immer wiederkehrend, kommt in jeder Ausschreibung vor. Wenn dann doch mal ein Fall da ist, dass Sie etwas nicht mit ablehnend beantworten können, also dass tatsächlich mal vielleicht ein Fall vorgekommen ist, wo ein Auftrag gekündigt worden ist, weil Sie da nicht so gut performt haben, machen Sie eine wahre Aussage in dieser Erklärung, sagen Sie, nein, das kann ich so nicht abgeben, die Erklärung, und geben eine geänderte Erklärung ab, wo dann drin steht, ich habe also alle diese Ausschlussgründe erfülle ich nicht, nur den einen, aber da war ich auch nicht schuld, weil. Und dann erklären Sie, wie das Leben Sie damals getroffen hat. Ja? Alles besser, als hier eine falsche Aussage zu machen, weil die falsche Aussage an sich ist schon wieder ein Ausschlussgrund für dieses und für alle weiteren Verfahren. Klassische Eignungskriterien sind auch die Art und Qualifikation für besonderes Personal, technische Ausstattung Ihres Unternehmens für bestimmte Sachen, die Sie jetzt hier brauchen, Referenzen der vergangenen Jahre, irgendwelche Zertifizierungsnachweise, Umsätze, Haftpflichtversicherung und deren Höhe, Bilanzen, Bankerklärung, all das kann von Ihnen gefordert werden. Steht wo? In der EU-Bekanntmachung oder national in der Bekanntmachung des Auftrags. Da muss drin stehen, was müssen Sie für den Eignungsnachweis liefern. Bei den zweistufigen Verfahren, da wo es erst den Teilnahmewettbewerb gibt, müssen Sie am Anfang der ersten Stufe nur diese Nachweise liefern, nichts anderes. Und wie liefern Sie das? In aller Regel verpflichtet man Sie, Eigenerklärung einzureichen. Bei dem Handelsregisterauszug nicht, da müssen Sie eine Kopie einreichen. Aber bei allem anderen in der Regel sind es Eigenerklärungen. Auch bei Referenzen. Sie müssen in den wenigsten Fällen ein Referenzschreiben eines Auftraggebers, eines ehemaligen einreichen. Eigenerklärungen entweder auf Vordrucken, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden vom öffentlichen Auftraggeber. Dann sollten Sie bitte auch nur diese Vordrucke nutzen. Das ist unten der Praxistipp ganz unten. Nutzen Sie bitte niemals eine eingefertigte Erklärung, wenn Sie einen Vordruck bekommen haben. Das Problem ist, dass mit jeder zusätzlichen Dokument, was Sie einreichen, oder mit einem Abweichen von dem Vordruck, möglicherweise Sie sich der Chance berauben, hier den Auftrag zu bekommen, weil der Auftraggeber Sie vielleicht ausschließen könnte. Der Auftraggeber muss nämlich immer prüfen,
Was wollte mir der Bieter jetzt sagen? Wollte der jetzt hier von den Vorgaben abweichen und mir was anderes suchen, sagen? Muss ich also jetzt hier quasi im Text die Abweichung von meinen Vorgaben suchen? Oder war das jetzt einfach nur für den einfacher? Oder warum hat er nicht meinen Vordruck ausgedruckt? Und da hat man eine ganz einfache Regelung getroffen. Im Zweifel gilt es als Abweichung von den Vergabeunterlagen und das Angebot oder der Teilnahmeantrag kann ausgeschlossen werden. Also bitte, das ist immer ärgerlich, wenn man viel Mühe und Arbeit reingesteckt hat und dann wegen so einer Lappalie, so einem Form-Mist ausgeschlossen wird. Entschuldigen die Wortwahl, aber es ist für Sie dann ehrlich ärgerlich. Nutzen Sie die Vordrucke und Erklärungsvorlage, die Sie bekommen haben. Und es gibt noch einen wunderbaren Weg, das zu erleichtern in der Regel. Das ist nämlich die sogenannte Präqualifizierung. Gibt es im Bau und gibt es aber auch im Liefer- und Dienstleistungsbereich. Ja, an der Stelle gebe ich jetzt einmal ab. Ich glaube an Frau Hegart, die zu dem Thema Präqualifizierung was sagen möchte. Ja, vielen Dank, Herr Konrads. An dieser Stelle bietet sich das gerade an, dass wir kurz nochmal die Verzeichnisse vorstellen für den Baubereich und für den Liefer- und Dienstleistungsbereich. Andreas, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Starte du gern, ich hänge mich dann an. Dann vielen Dank. Dann teile ich mal kurz meinen Bildschirm. So, das amtliche Verzeichnis für den Liefer- und Dienstleistungsbereich finden Sie unter amtliches-verzeichnis.ihk.de. Wir haben, das haben Sie vielleicht mitbekommen, noch einige technische Probleme und davon ist so als Rest jetzt noch das amtliche Verzeichnis betroffen. Ich habe heute Morgen gerade eine Mail bekommen vom DIHK, dass es am 16. Januar wieder laufen soll. Wir gehen das trotzdem gleich mal ganz kurz durch. Also Sie können trotzdem Anträge jetzt stellen und zwar dann direkt über die Präqualifizierungsstelle in Mecklenburg-Vorpommern. Die wird sowieso die Anträge bearbeiten. Also normalerweise können Sie die Anträge online über das amtliche Verzeichnis stellen. Jetzt muss es halt erstmal per E-Mail laufen. Und die Handelskammer Hamburg hat gewisse Dienstleistungen oder Prüfungsaufgaben ausgegliedert auf die Präqualifizierungsstelle Mecklenburg-Vorpommern. Die werden die Unterlagen prüfen und uns dann im weiteren Verfahren einbinden, sodass Sie nachher das Zertifikat von uns dann auch erhalten. So sieht das Ganze aus, wenn es dann läuft, ist optisch jetzt nicht so besonders wunderhübsch und also das Layout wird auch nochmal überarbeitet, aber da können Sie schon mal sehen, wie es so aufgebaut ist. Und Sie haben hier auf der linken Seite so ein paar Oberpunkte. Ganz am Anfang die Startseite mit allgemeinen Informationen zur Präqualifizierung. Dann haben Sie eine Recherchemöglichkeit. Sie können also selber auch als normale Privatperson oder Unternehmen gucken, wer ist überhaupt im amtlichen Verzeichnis präqualifizierte Unternehmen eingetragen. Sie können nach Firmennamen suchen. Sie können auch nach Zertifikatsnummern suchen, wenn Sie die dann haben. Öffentliche Auftraggeber können sich informieren über dieses Verzeichnis. Die können dann eben auch die Eignungsnachweise einsehen, also die Unterlagen, die Sie dort eingereicht haben bei der Präqualifizierungsstelle. Das kann jetzt eine Privatperson oder ein Unternehmen nicht. Also die könnten eben nur ganz normal suchen. Über diesen Punkt Online-Antrag können Sie Ihren Antrag online einreichen. Und Sie finden hier unten, hier haben Sie einen Zuständigkeitsfinder. Das heißt, wenn Sie dort draufgehen und Sie geben Ihre Postleitzahlen, Ihren Standort ein, dann bekommen Sie automatisch die richtige Präqualifizierungsstelle oder Handelskammer, die eben dann in Deutschland für Sie zuständig ist. Jetzt hier für Hamburg ist das Mecklenburg-Vorpommern. Und hier können Sie, müssen Sie noch einmal so die Auftragsbedingungen zur Kenntnis nehmen, die Antragsbedingungen und dann kommen Sie hier eben weiter zum Antrag. Was Sie außerdem noch einreichen müssen mit diesem Antrag sind jede Menge Eignungsnachweise. Das hat Herr Konrads eben schon kurz angesprochen. Also diese Liste ist hier leider noch nicht abschließend. Die geht noch etwas länger. Es sind schon so einige Nachweise, die man erbringen muss. Wenn die Seite wieder funktioniert, können Sie sehen, was einzureichen ist, was optional ist, was nicht älter sein darf als 3 Monate. Und wenn Sie es jetzt per Mail beantragen, dann wird Ihnen die Präqualifizierungsstelle diese Liste zusenden. Hier sehen Sie nochmal Zuständigkeiten. Das ist das, was ich sagte, auch dieser Zuständigkeitsfinder. Damit können Sie eben gucken, wer Ihr Ansprechpartner ist. Sie sehen hier auch die Kosten. Also das ist was man wissen muss. Wenn man sich nur alle 2, 3 Jahre mal an einer Ausschreibung beteiligt, macht es nicht so viel Sinn, diese Präqualifizierung zu beantragen. Aber wenn man häufiger an Ausschreibungen teilnimmt,
gerade auch mehrmals im Jahr, dann ist das schon eine gute Sache, weil man eben dann mit diesem Einzertifikat einfach nachweist, ich habe alle Eignungsnachweise erbracht, ich bin qualifiziert, ich bin persönlich und wirtschaftlich und fachlich in der Lage, diese Aufträge oder Aufträge auszuführen. Und das ist ein Zertifikat, was eben auch europaweit anerkannt wird. Nur dieses, das ist nochmal wichtig, dieses Zertifikat ist eben nur ein Jahr gültig. Nach einem Jahr müssten Sie also die Unterlagen wieder in aktueller Form nochmal einreichen und den Antrag dann wieder neu stellen, falls Sie eingetragen bleiben möchten. Sie bekommen dann auch eine neue Zertifikatsnummer und Sie zahlen eben 180 Euro dann für die Eintragung an die PQ-Stelle und nochmal 60 an die Handelskammer. Es sind also nochmal 240 Euro dann im Jahr. Man muss eben nur dran denken, okay, das ist keine einmalige Zahlung, sondern es würde dann eben wieder erneut anfallen. Hier sind nochmal so ein paar Fragen und Antworten. Da kann man sich mal durchklicken, wenn Sie sich dafür interessieren. Und Sie können auch das Logo nutzen. Also wenn Sie eingetragen sind im amtlichen Verzeichnis, dann haben Sie hier das Logo. Das können Sie für Werbezwecke nutzen auf Ihren Unterlagen, in Ihrer Werbung. Und dann sehen eben andere Unternehmen oder potenzielle Auftraggeber, dass eine Stelle das schon alles mal geprüft hat und dass Sie eben fachlich geeignet sind. So, das war in Kürze mal so ein ganz schneller Überblick. Wenn Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich gerne nochmal an meine Kollegin Gundula Weg oder an mich. Und ja, für den Baubereich gibt es noch ein extra Verzeichnis und da würde ich dann jetzt abgeben an Andreas. Prima, dann übernehme ich mal die Staffel und versuche auch meine Website hier zu oder meinen Bildschirm zu teilen. Ich würde Ihnen gerne direkt live mal hier die PQ-VOB-Website zeigen, PQ-Verein. Das ist hier oben die entsprechende Seite, die zu dem PQ-Verzeichnis führt. Und wenn Sie dann hier bei der PQ-Liste gucken, dann sehen Sie die verschiedenen Eingabefelder, wonach man auswählen kann. Wenn ich jetzt mal gar nichts auswähle und einfach Suche, Absende, Absenden schalte, dann sehen Sie, dass im Moment 10.000 Unternehmen im Baubereich bundesweit registriert sind. Und wenn ich die Suche ändern möchte und jetzt mal nur Hamburg zum Beispiel eingebe, dann sehen Sie, dass in Hamburg im Moment 514 Unternehmen registriert sind. Man kann dann natürlich noch nach Leistungsbereich und so weiter suchen. Und so würden Sie dann hier auch erscheinen mit Ihrer Firma, wenn Sie sich präqualifiziert haben. Im PQ-VUB-Bereich ist das Ganze etwas teurer, 450 Euro im Jahr. Sie bekommen aber auch einen großen Vorteil. Sie haben nämlich bei beschränkten Ausschreibungen die Möglichkeit, im Rahmen von beschränkten Ausschreibungen aufgefordert zu werden. Nur präqualifizierte Firmen werden bei beschränkten Ausschreibungen in Hamburg aufgefordert. Es ist also wie ein Nadelöhr und natürlich dann auch ein Anreiz für Unternehmen, sich zu präqualifizieren. Ansonsten ist das genauso, wie Britta Hegert das eben für das amtliche Verzeichnis vorgestellt hat. Wenn Sie jetzt ein Auftraggeber wären, könnten Sie sich die Eignungsnachweise anzeigen lassen. Hier unter Details zum Beispiel würden Sie jetzt, was weiß ich, Schulbau Hamburg zum Beispiel als Auftraggeber eingeben, das Passwort. Und dann könnten Sie dann legitimiert in die einzelnen PQ-Unterlagen Einblick nehmen, in die Präqualifizierungsunterlagen. Und Sie sehen hier, was hier auch noch hinterlegt wird, das hatte ich eben noch bei dem Vortrag von Herrn Konrads kurz in den Chat geschrieben, Referenzgeber. Das ist durchaus ein wichtiger Punkt. Im Baubereich werden mindestens 3 Referenzen pro Leistungsbereich sind erforderlich. Also wenn Sie sich zum Beispiel als, ich sage jetzt mal Sanitärunternehmen, registrieren lassen, müssen Sie 3 passende Referenzen für den Leistungsbereich haben. Es können aber auch mehr sein und es ist auch empfehlenswert, mehr zu hinterlegen. Denn je nachdem, wie groß der Auftrag ist, sollten dazu passende Referenzen dann da sein. Wenn Sie sich für mehrere Leistungsbereiche registrieren lassen wollen, dann ist das entsprechend wieder wichtig, dass Sie dann
für die anderen Leistungsbereiche sich ebenfalls registrieren lassen. So, ich beende mal die Teilung der Präsentation und übergebe wieder zurück an Herrn Konrad. Besten Dank, und ich kann nur sagen, im Baubereich ist eigentlich Präqualifikation ein Muss. Es erleichtert nicht nur den Unternehmen die Teilnahme enorm, sondern auch den öffentlichen Auftraggebern. Und es liegt leider oder das liegt daran, dass ich das nicht uneingeschränkt auch für den Liefer- und Warenbereich oder Waren- und Dienstleistungsbereich sagen kann, dass im Bau die Vorgaben an die Eignungsprüfung viel, viel strukturierter, gleichförmiger bei gleichartigen Vergaben sind. Also auf Deutsch, wenn Reinigungsleistungen ausgeschrieben werden, dann sind die Vorgaben, die der eine Auftraggeber macht und der andere macht an die Eignung, sind halt einfach die gleichen. Und dementsprechend kann das sehr schön auch durch eine Präqualifizierungsstelle einmal geprüft werden, ein Zertifikat ausgestellt werden und man legt das dann halt bei allen Verfahren vor. Nicht, dass der Baubereich jetzt so klein ist, aber im Bereich, im Vergleich zu was sonst alles an Waren und Dienstleistungen noch gibt, ist der Baubereich halt nur ein Segment. Und den Baubereich kann man sehr schön in Gewerke untergliedern und dann nochmal in Untergewerke und so weiter. Hervorragend. Deswegen sage ich, da ist es eigentlich wirklich Pflicht und damit können Sie sich auch mit einem so ein Zertifikat überall bewerben und Sie kommen überall durch die Tür und müssen nichts mehr rausholen. Im Liefer- und Dienstleistungsbereich finde ich das auch sehr vorteilhaft, auch vor allen Dingen als jemand, der mal für einen öffentlichen Auftraggeber tätig war, weil ich dann nur noch einen Teil prüfen muss. Aber im Sinne von Erwartungsmanagement, es ist ganz selten so, dass Sie dann mit einem Zertifikat, was Sie bekommen, gar nichts mehr vorlegen müssten bei einer Ausschreibung. Weil die Vorgaben, die von öffentlichen Auftraggebern bei Waren und Dienstleistungen gemacht werden an die Eignung, eben leider sehr, sehr unterschiedlich ist, weil die Spannbreite so hoch ist. Ja? Das ist ja vom Bleistift und Klopapier bis zur Hightech-IT-Rechenzentrumsleistung. Und das ist so viel, dass man das sehr schwer nur gleichförmig in ein solches, wie soll ich sagen, in Förmchen packen kann. Dementsprechend, ich rege es stark an, dass Sie sich dass Sie sich damit auseinandersetzen mit dieser Präqualifizierung. Ich rege es extremst an, auch für den Liefer- und Dienstleistungsbereich. Aber im Baubereich haben Sie sofort alles damit erschlagen. Im Liefer- und Dienstleistungsbereich leider noch nicht. Gut, wir sind fast am Ende. Und wie auch in einem solchen Verfahren am Ende, ist natürlich, muss irgendwann mal entschieden werden, welcher Auftragnehmer kriegt es denn jetzt den Auftrag? Und wie ich eben schon gesagt habe, das richtet sich dann nach den Zuschlags- und Bewertungskriterien. Das Gesetz sagt ganz profan und langweilig, der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. So. Das heißt ja alles und nichts. Der Gesetzgeber hat dann aber über die Jahre das Ganze ein bisschen ausgebaut und hat den Marktteilnehmern Kriterien an die Hand gegeben, an denen man das bewerten darf. Also es ist eben nicht nur der Preis. Es ist nicht, dass wir beschaffen in Deutschland nicht nach dem billigsten Angebot, ja, sondern nach dem wirtschaftlichsten. Das mag in vielen Fällen, gerade bei Standardleistungen, um jetzt nochmal bei dem Klopapier und dem Bleistift zu bleiben, mag das halt der Preis sein. Weil ehrlich gesagt, wenn ich dann wenn ich den Bleistift beschrieben habe, welche Stärke der haben soll und HHB, was auch immer, ja, dann ist die Qualität damit hinreichend festgesetzt und dann geht es halt nur noch nach dem Preis. Mir da dann noch Qualität oder einen Ästhetik oder einen technischen Wert auszudenken, ist ehrlich gesagt Blödsinn. Das heißt, mit der Beschreibung dieses Gegenstandes oder dieser Dienstleistung habe ich die Qualität so weit vorgegeben, dass der Preis als alleiniges ist. In all diesen Fällen Standard darf der Preis alleiniges Zuschlagskriterium sein. Er muss es nicht. Es können nur noch weitere Kriterien sein. Ausführungszeiträume, ja, Umwelteigenschaften, Betriebskosten über den Lebenszyklus hinaus. Ja. All das darf letztlich bewertet werden, wenn es denn abgefragt ist. Es muss nur gleich behandelt bewertet werden. Also wenn er eine schnell liefert und dafür viele Punkte kriegt, dann muss der andere, der fast so schnell ist, er darf halt dann nicht 0 Punkte kriegen, sondern muss dann irgendwie ins Verhältnis ein bisschen weniger Punkte kriegen. Aber auf Deutsch, durch diese Wertung zwischen Preis und nicht preislichen Kriterien, all die jetzt hier auf den Folien stehen, kann ein etwas teureres Angebot durch eine höhere Qualität, also oder einen technischen Wert oder Ästhetik, ausgeglichen werden. Das nennt man dann halt Preis-Leistungs-Verhältnis. Wichtig ist, Vergabeprinzipien, hatten wir vor ein paar Folien, das geschieht nicht
Das geschieht hinter verschlossener Tür, aber nicht auf der grünen Wiese, sondern all diese Kriterien, die Bewertungsmethode muss den Bietern vorher, vor Angebotsabgabe mit den Vergabeunterlagen transparent bekannt gemacht werden. Das heißt, Sie können Ihr Angebot schon dahingehend gestalten, dass Sie natürlich eine große oder eine höhere Chance haben, besondere Punkte bei diesen nicht preislichen Kriterien zu kriegen. Heißt, wenn da steht, es ist im Rahmen der Angebotswertung wird der Lieferzeitpunkt, der frühestmögliche Lieferzeitpunkt bewertet, dann sollten Sie natürlich auch gucken, wie schnell können Sie denn tatsächlich. Ja? Und je schneller, desto besser. Steht das aber nicht da drin und ist auch keine Mindestvorgabe, dann sind Sie da frei, das zu gestalten, weil es keine Auswirkungen hat auf den Zuschlag. Und dementsprechend muss es halt transparent für Sie erkennbar sein. Ist das nicht, haben wir einen Verstoß. Können Sie wieder überlegen. Ist mir egal, ich gebe trotzdem Angebote ab oder Sie fragen zumindest mal nach. Ich würde immer für das Nachfragen tendieren. So, und am Ende hatte ich eben schon bei diesen ganzen Zahlenstrahlen, kommt dann noch die Frage, was ist, wenn das alles nicht wirkt? Ja, ich habe jetzt alle Fragen gestellt, ich habe aber nur unbefriedigende Antworten gekriegt. Ich habe Änderungsvorschläge gemacht, die wurden aber alle nicht umgesetzt. Und was jetzt? Keiner möchte gerne irgendjemandem verklagen. Das hat übrigens auch der Gesetzgeber gesehen, als er diesen Rechtsschutz hier etabliert hat. Deswegen ist die erste Instanz ist keine Klage in dem Sinne. Die gehen da nicht vors Gericht. Also es ist weder vom Amtsgericht, Landgericht noch vom Oberlandesgericht, sondern sie gehen vor eine Verwaltungsinstanz. Das nennt sich dann Vergabekammer. Auch hier kein Gericht drin, sondern Kammer. Da sitzen drei Personen. Zwei davon sind zumindest mal Juristen. Aber, oder zumindest einer muss Jurist sein. Aber das sind keine Richter, sondern das sind Verwaltungsangestellte, Beamte, die aber den Prozess und das Verfahren gerichtsähnlich führen. Und man kommt sich ein bisschen vor wie vom Landgericht. Aber nochmal für die Hemmnisschwelle, Sie verklagen nicht den Auftraggeber. Sie stellen einen Antrag zur Überprüfung der Vergabeentscheidung. Das ist ein Nachprüfungsantrag. Diese erste Instanz entscheidet auch nicht im Namen des Volkes mit Urteil, sondern die erlässt einen Beschluss. Der hat die Rechtsqualität eines Verwaltungsaktes. Sie sehen, wir sind immer noch auf der Verwaltungsebene. Und erst dann, wenn Sie sagen, Sie haben also eine Frage gestellt und sind abgewiesen worden. Sie haben eine Rüge eingereicht, die übrigens zwingend ist, damit Sie in diesen Nachprüfungsprozess kommen. Also Sie müssen zwingend rügen. Da muss nicht Rüge drüber stehen, aber Sie müssen dem Auftraggeber klar machen, dass Sie hier einen Verstoß des geltenden Rechtes sehen. Wie Sie das auch immer tun, laienhaft. Ja? Ob da steht, wir glauben, dass das rechtswidrig ist oder das verstößt doch oder sowas. Aber irgendwie muss klar sein, Sie sind damit nicht einverstanden. Dann reicht das jetzt Rüge schon aus. Sie müssen also gerügt haben und dann kommt dieser Nachprüfungsantrag. Und dann gehen Sie damit vor die Vergabekammer. Es gibt keinen Anwaltszwang vor der Vergabekammer. Als Anwalt muss ich Ihnen sagen, ich lege Ihnen das sehr ans Herz, sich da vertreten zu lassen. Aber Sie können das theoretisch auch mit Bordmitteln machen. So ein bisschen wie vor dem Amtsgericht. Auch die öffentlichen Auftraggeber sind nicht immer anwaltlich vertreten, weil die haben natürlich auch Vergabeexperten inzwischen und machen das auch manchmal selbst. Dort darf man dann Schriftsätze austauschen. Die müssen nicht vom Anwalt geschrieben sein, das können Sie auch selber machen, ja, indem Sie halt darlegen, was Ihnen nicht gepasst hat und warum. Diese erste Instanz, Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer, soll auch innerhalb von 5 Wochen abgeschlossen sein. Für all die unter Ihnen, die schon mal einen wirklichen Rechtsstreit geführt haben, 5 Wochen, das ist Lichtgeschwindigkeit im Rechtsprozess, im Nachprüfungsverfahren oder im Klageverfahren. Ja. Da haben Sie in den meisten anderen Verfahren noch nicht mal einen Anhörungstermin oder einen Termin zur mündlichen Verhandlung bekommen. Da sind Sie hier schon durch. Soll also die Hemmschwelle deutlich für Sie auch runtersetzen, um hier auch eine gewisse Rechtssicherheit zu bekommen. Und erst wenn Sie mit dieser Entscheidung der Vergabekammer dann nicht einverstanden sind, weil Sie vielleicht verloren hätten, dann können Sie dagegen sofortige Beschwerde einlegen. Das muss innerhalb von 2 Wochen geschehen, nachdem Sie den Beschluss erhalten haben. Und das geht dann direkt zum Oberlandesgericht. Ja, das heißt, in den normalen klassischen zivilrechtlichen Instanzenzug, Amtsgericht, Landgericht und erst dann Oberlandesgericht, haben Sie hier komplett übersprungen, indem Sie von einer Verwaltungsbehörde direkt zum höchsten Zivilrecht gekommen sind. Also außer dem BGH, aber das höchste, was es so auf Landesebene gibt, nämlich dem Oberlandesgericht. Das dauert da ein bisschen länger als die 5 Wochen, aber 6 bis 8 Monate, dann ist man auch da durch. Das heißt, in einem Dreivierteljahr sind Sie hier durch zwei Instanzen gehüpft und haben von zwei Instanzen eine Entscheidung bekommen. Auch das nochmal ist extrem schnell. Warum? Na, zum einen natürlich, um bei Ihnen die Kosten zu minimieren und die Hemmschwelle zu senken, aber natürlich auch, damit der öffentliche Auftraggeber irgendwann mal seinen Beschaffungsprozess abschließen kann. Weil der kauft ja was ein, was er dringend braucht.
Ja, und das soll jetzt auch nicht bis ins Ultimo aufgehalten werden. Mit der Entscheidung des Oberlandesgerichts ist dann aber auch der Instanzenzug beendet. Es gibt ganz wenige Fälle, wo das Ganze mal zum Bundesgerichtshof geht oder zum Europäischen Gerichtshof. Das sind aber abgefahrene Fälle. Die machen wir in der Vertiefungsschulung mal für Sie. Zwei Instanzen, sehr schnell, sehr niedrige Hemmschwelle. Sie können den Nachprüfungsantrag, theoretisch können Sie sozusagen zur Geschäftsstelle gehen, der Vergabekammer, und den da diktieren, wie beim Amtsgericht. Ehrlich gesagt, das macht keiner. Aber Sie können einfach auch eine E-Mail schreiben. Das würde theoretisch schon reichen und Sie hätten ein Nachprüfungsverfahren eingeleitet. Ich würde sagen, die Hemmschwelle soll gering sein. Was Sie tun müssen und wo Sie es einlegen müssen, muss in der Bekanntmachung stehen. Deswegen ist hier auch nochmal der Bekanntmachungstext einer EU-Bekanntmachung. Sehr klein, aber immerhin ist er drauf. Ja, da steht ganz am Ende, wo müssen Sie, wo können Sie Rechtsschutz begehren? Bei welcher Vergabekammer? Mit Link und E-Mail-Adresse. Und meistens noch Faxnummer für die, die noch Fax benutzen. Das soll es in einem kompakten 90-Minuten-Übersicht, ein bisschen länger gebraucht als 90 Minuten, über den Einstieg ins Vergabeverfahren gewesen sein.